Hallo, mein Name ist Alexander Briederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und habe mir heute zwei richtige Spezialisten im Arbeitsrecht eingeladen. Das eine ist Philipp Stühler-Walter aus Bonn-Bad Godesberg. Hallo, Philipp. Hallo. Und das andere ist Michael Felser aus Brühl. Hi, Michael. Hallo, Grüße in die Hauptstadt. Wir werden uns heute darüber unterhalten, wie es alles wirklich ist zum Thema Quarantäne, Arbeitsrecht und welche Probleme sich da so stellen. Ja, hallo ihr lieben Zuschauer und Zuhörer. Mein Name ist Michael Felser. Ich bin im Arbeitsrecht unterwegs und wie meine beiden Kollegen, der Kollege Philipp Stühler-Walter aus der früheren Hauptstadt Bonn und der Kollege Alexander Brederik, beides erfahrene Arbeitsrechtlerinnen aus der Hauptstadt Berlin. Und wir wollen uns heute über die aktuellen Themen, die arbeitsrechtlichen Themen rund um die Corona-Krise unterhalten, also Homeoffice. Wie sieht das aus mit Arbeitsbefreiung? Wie sieht das aus mit Kurzarbeit und so weiter und so fort? Unter welchen Voraussetzungen muss ein Arbeitnehmer eigentlich in Homeoffice? Michael, fang du mal an. Ja, gut, ob er in Homeoffice muss oder darf, ist ja dann auch die spannende Frage. Also müssen muss man eigentlich nur dann, wenn der Arbeitgeber die Arbeitsschutzvorschriften im heimischen Bereich herstellt, muss ja Bildschirmarbeitsverordnung beachtet werden und er muss natürlich auch die Betriebsmittel zur Verfügung stellen. Niemand ist verpflichtet, seine Wohnung und seinen Computer für seinen Arbeitgeber einzusetzen. Darüber müsste eigentlich eine Vereinbarung getroffen werden. Deswegen heißt das heutzutage auch immer Telearbeit. Philipp, was meinst du dazu? Für meine Begriffe erstmal ganz wichtig tatsächlich die vertragliche Vereinbarung, ne? Wenn das der Arbeitsvertrag gar nicht hergibt mit dem Homeoffice, insbesondere wenn es der Arbeitgeber anweisen will, geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es muss hier also tatsächlich, wenn nicht schon vorhanden, eine Sondervereinbarung dazu her. Und da können wir über alles Mögliche reden, was da tatsächlich alles gemacht werden muss. Insbesondere auch solche Fragen wie, wie bewerten wir eigentlich die Arbeitsleistung, die getätigt wird? So manch einer hat ja Kinder zu Hause rumhängen. Und da können wir nicht wie im Büro da mal eben unsere 8 Stunden, die wir da normalerweise kloppen, auch wirklich kloppen. Das wird nicht funktionieren. Und bevor da der Arbeitgeber hergeht und sagt, prima, ich hau dir jetzt Minusstunden da rein, sollte das in der Tat geregelt werden. Wie gehen wir damit um? Und meine Maßgabe ist wirklich, ne, es wird alles als 8 Stunden gerechnet. Ende. Es sei denn, es werden Überstunden gemacht. Die sind natürlich zu erfassen und gesondert auszuweisen. Aber nicht, dass wir hier in Minusbereiche reinkommen. Das geht überhaupt nicht. Ja, jetzt sind natürlich die Arbeitgeber im Vorteil, die das schon immer geregelt hatten, mit einem Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung getroffen haben oder irgendwie Praxis in den Arbeitsverträgen entsprechend schon umgesetzt haben, ist aber in vielen Fällen nicht der Fall. Und jetzt habt ihr so gesagt, wie die Voraussetzungen sind. Wie ist es denn jetzt, wenn der Arbeitgeber ankommt und zum Arbeitnehmer sagt, du gehst jetzt in Homeoffice und jetzt ist der Arbeitnehmer ja so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Wie verhält er sich denn jetzt, wenn er das nicht einfach so machen will? Philipp, fängst du an? Ja, es gibt jetzt mehrere Varianten, ne? Je größer der Betrieb ist, desto eher würde ich sagen, ruf mal erstmal deinen Betriebsrat an. Ich habe bei mir tatsächlich mit meinen Leuten, die sich bei mir so melden, sehr häufig das Problem, es gibt gar keinen Betriebsrat oder es gibt einen Betriebsrat, der jetzt alles Mögliche macht, nur nicht seine Arbeit. Und die stehen jetzt im luftleeren Raum. Auf der einen Seite haben die gar nichts dagegen, in Homeoffice zu gehen. Das ist überhaupt nicht das Problem im Regelfall. Das eigentliche Problem ist tatsächlich, und das, Michael, hattest du ja auch schon angesprochen, dass Arbeitgeber der Meinung sind, ja komm, du hast ja einen Rechner zu Hause, nimm den. Oder was einer, der hat sich bei mir angefragt, also mein Arbeitgeber will eine Webcam da drauf tun, damit der auch sieht, ob ich arbeite. Und das geht natürlich überhaupt nicht, ne? Auch, dass man den privaten Rechner dafür nimmt. Arbeitsmittel sind nach wie vor vom Arbeitgeber zu stellen. Da muss der Arbeitgeber halt zusehen, dass er das hinkriegt. Ne? Ob er jetzt irgendwo einen haufenweise Laptops oder meinetwegen Tablets irgendwo besorgt oder den Betriebsräten die Dinger abnimmt, die auf der Schulung immer kriegen, keine Ahnung. Kann er ja, wenn er will. Ne? Aber es geht überhaupt nicht, dass da der private Laptop jetzt genommen wird oder der private Rechner. Zumal ja, ganz ehrlich, wir haben entgegen landläufiger Meinung ja keine verlängerten Ferien. Die Kinder haben alle immer noch Schulpflicht. Die Schulen machen unheimlich viel mit Online da jetzt. Und da brauchen die den Rechner für. Also unabhängig vom Arbeitsrechtlichen, das Ding wird gebraucht zu Hause.
Gut, also ist das der 16-jährige Pubertierende da Seiten aufruft, die man besser nicht aufrufen sollte. Aber auch das wird er dürfen. Ne? Und Webcam auf dem Rechner geht ja mal gleich überhaupt nicht. Gut, jetzt ist es natürlich für den Arbeitgeber, wie man schon merkt, ganz sinnvoll, sich mit dem Arbeitnehmer zu einigen und umgekehrt. Aber Michael, sag du doch nochmal, was macht der Arbeitgeber jetzt, wenn sich der Arbeitnehmer schlichtweg weigert? Der sagt, nö, ich mache kein Homeoffice. Ja, manche Arbeitnehmer können natürlich kein Homeoffice machen. Also es ist ja nicht immer einfach eine sture Haltung, sondern das hängt, das bedarf ja auch vieler Voraussetzungen, um Homeoffice überhaupt machen zu können. Eben wenn die Kinder rumhüpfen, da gibt es ja lustige Bilder auf Facebook, wo die Kinder gefesselt sind, ja, damit die Mama Homeoffice machen kann. Ne? Also daran sieht man, dass die Probleme da vielfältig sind. Der Arbeitgeber muss mit dem Arbeitnehmer besprechen, was da möglich ist. Das kann ja auch bedeuten, dass man mal einen Tag oder zwei Tage Homeoffice macht. Und er muss natürlich die Möglichkeiten zur Verfügung stellen, ne? Wie der Philipp auch richtig gesagt hat. Ne? Da muss dann der Laptop muss vom Chef gestellt werden. Und wenn ein Tool wie Zoom oder Skype genutzt wird für Meetings oder Ähnliches, muss natürlich der Arbeitgeber auch dafür aufkommen. Also die Voraussetzung für Telearbeit muss er zur Verfügung stellen. Und wie immer, wenn der Arbeitnehmer etwas nicht muss, aber dürfte, muss der Arbeitgeber sich natürlich auch überlegen, wie er das wieder gut machen kann. Also hier sagt man ein blaues Auge hauen. Das heißt, ich würde als Arbeitgeber versuchen, das dann lecker zu machen und Arbeitnehmer davon zu überzeugen, also dass die nicht nur ins Minus gehen, sondern damit die überhaupt arbeiten müssen. Das Problem haben die Arbeitgeber hier, dass die, wenn die die Arbeit im Betrieb nicht ermöglichen können, dann können die Arbeitnehmer zu Hause bleiben. Also dann ist Homeoffice ein Entgegenkommen und das muss dann eben auch entsprechend honoriert werden. Ich will euch mal ein paar Beispiele aus meiner Praxis sagen, die so passiert. Und ihr könnt ja mal ein Statement zu abgeben. Für euch ist es wahrscheinlich so absurd, dass man gar nicht auf die Idee kommt. Aber ich habe zum Beispiel die Situation, eine Mitarbeiterin sagt, okay, ich gehe in Homeoffice, merkt dann mit den Kindern zu Hause, sie kriegt da gar keine 8 Stunden hin zu arbeiten und kommt auf 4 Stunden. Jetzt schreibt der Arbeitgeber die ganze Zeit in Anführungszeichen Minusstunden. Die haben gar kein Arbeitszeitkonto oder irgendwas. Und die sammelt jetzt einen Riesenhaufen Minusstunden an. Philipp, vielleicht du, was würdest du der Arbeitnehmerin jetzt so raten? Was sollte die jetzt machen? Die hat sich jetzt darauf eingelassen, merkt aber, sie kommt damit nicht zurecht. Auch da würde ich ganz gerne dann mal überprüfen, wie sieht das eigentlich aus? Ist da überhaupt irgendwas vereinbart? Und ich komme hier letztendlich auch, ich sag mal, in analoger Anwendung der Low-Performer-Problematik. Wir sagen ja immer, der Arbeitnehmer ist genau das verpflichtet zu leisten, was er bei individueller 100%iger Kraftanstrengung leisten kann. Und wenn hier aufgrund der Situation zu Hause und aufgrund der Allgemeinsituation einfach weniger leistbar ist, bin ich zumindest der Meinung, dass wir das tatsächlich dann wie 8 Stunden werten müssen oder was immer die Leute im Vertrag haben. Mein Rat an die Kollegin, die da kommt, wäre tatsächlich mal die Rechtsschutzversicherung anzurufen und gegebenenfalls unter uns gesagt, werden wir höchstwahrscheinlich am Ende des Tages die Kohle einklagen müssen. Der Arbeitgeber wird ja hier dann wahrscheinlich hergehen, so, die hat jetzt Minusstunden gemacht und wenn wir kein Arbeitszeitkonto haben, dann zahlt der einfach weniger. Das machen die ja furchtbar gerne an der Stelle. Dann stellen die am Ende des Monats fest, boah, da ist weniger Geld gekommen. Fragt sich dann immer, warum ist da weniger Geld gekommen? Und dann stellt sich raus, ja, du hast ja nur 4 Stunden am Tag gearbeitet. Ne? Das ist aber auch, ne, wir haben ja so eine komische Vorstellung in unserer Gesellschaft, Leistung hat was mit Zeitabsitzen zu tun. Das ist ja das, wonach wir es im Allgemeinen bewerten. Und ob wir das so durchhalten können, das kann man sich mal echt überlegen. Ich habe mir da noch nicht wirklich Gedanken drüber gemacht. Aber wenn wir es schon nach Zeit bewerten, dann bin ich hier der Meinung, kann man nicht einfach hergehen und dann Minusstunden aufbauen. Und wer sich darauf einlässt, das vertraglich auch noch zu regeln, da muss ich leider sagen, liebe Leute, bevor ihr unterschreibt, solltet ihr vielleicht mal Fachleute fragen und nicht erst danach. Also ich habe jetzt wirklich einige in der letzten Zeit gehabt, die mir irgendwelche Vereinbarungen vorgelegt haben und ob sie die unterschreiben sollen. Und dann hat sich nachher herausgestellt, die sind schon unterschrieben. Ja, und was soll ich da noch machen? Ne? Wenn das Kind im Brunnen ist, kann ich es auch nicht wieder rausholen. Haut nicht hin.
Ja, ganz witzig. Ich habe auch mit dieser Low-Performer-Sache gearbeitet, ein bisschen anders. Ich habe gesagt, weißt du was? Lass die Uhr laufen. Du sagst ganz offen, du arbeitest da von dann bis dann, die 8 Stunden, zwischendurch um dich rumlaufen deine Kinder. Das sind die Arbeitsbedingungen, die ja für die ja der Arbeitgeber letztlich dann verantwortlich ist. Zu anderer, er hat ja gesagt, du sollst im Homeoffice arbeiten und das ist dein Homeoffice und das läuft dann so gut, wie du bist und sie bringt dann quasi weniger Leistung insgesamt. Und da quasi Low Performer, aber der Arbeitgeber schafft nicht die Arbeitsbedingungen, das zeigt sie ihm an und ist aus meiner Sicht damit relativ gut auf der sicheren Seite. Oder Michael, wie siehst du das? Ja, ich sehe es auch so. Im Grunde genommen ist das ja dann auch eine andere Anforderungsproblematik, ne? Wenn der Arbeitgeber die Arbeitsbedingungen nicht so gestalten kann, Homeoffice gehört ja dann im Grunde genommen zu den betrieblichen Einheiten, Genau. dann kann daraus kein Nachteil entstehen, ne? Aber trotzdem würde ich auch mit Philipp sagen, besser ist natürlich, wenn man als Arbeitnehmer erstmal sagt, ich probiere es mal, ich mache es aber auch nur, wenn ich keine Nachteile habe. Ja? Das kann man ja auch vertraglich vereinbaren, damit klar ist, dass durch Störungen eben auch eine Minderleistung in Betracht kommt. Aber es ist ja immer noch besser als nichts. Das muss man ja auch Arbeitgebern immer wieder sagen. Ne? Das ist ja ein Entgegenkommen, wenn jetzt viele Mitarbeiter sagen, gut, wir machen das im Homeoffice, ne? Verpflichtet dazu wären sie nicht. Dann hätte der Arbeitgeber am Ende das Problem, dass er Nullleistung entgegennehmen könnte. Ich Ja. werde jetzt mal kreativ. Man könnte hier da ja durchaus einen Anspruch konstruieren, weil ja der Arbeitgeber die richtigen Arbeitsbedingungen schaffen muss. Das muss ja im Büro bei sich ja genauso. Daraus jetzt einen Anspruch zu konstruieren, dass der Arbeitgeber bei Arbeitnehmer, ich sag mal bei Arbeitnehmerinnen, weil die wird es am meisten betreffen, mit Kindern verpflichtet sein könnte, eine Notbetreuung zu organisieren für die Kinder, damit die eigene Arbeitnehmerin ordentlich arbeiten kann. Ich weiß, es ist sehr kreativ, aber man kann ja auch mal in solchen Zeiten in Bahnen denken, wo wir sonst nicht so denken. Ich sehe jetzt schon diverse Leute beim Arbeitsgericht Bonn, die den hier machen, aber gut, ne? Naja, der Arbeitgeber wird ja vielleicht sagen, auf dein Argument, naja, du musst ja, liebe Arbeitnehmerin, auch sonst deine Kinderbetreuung organisieren, wenn du zu mir kommst. Und jetzt könnte sie sagen, na gut, aber ich bin hier in räumlicher Nähe, das ist eine andere Situation vielleicht. Gut, aber ich würde sagen, wichtig, ich glaube, da können wir uns darauf einigen, ist vorher die Modalitäten festzulegen. Das sage ich auch immer. In meinem Fall war es halt so, die hatte da schon irgendeine Vereinbarung unterzeichnet, die sie quasi nicht erfüllen konnte. Und das führt uns genau zu dem Punkt hin, dass jetzt im Moment natürlich die Arbeitnehmer ganz viel vorgelegt bekommen und alles erstmal im Panikmodus unterzeichnen. Und man auch den Arbeitgebern ja im Moment sogar sagen kann, naja, im Panikmodus unterschreiben die alles, ja, und die kriegen auch solche Beratungen, die Arbeitgeber. Und deswegen werden wir wahrscheinlich immer wieder mit Situationen konfrontiert sein, wo wir uns hinterher unsere wenigen Haare raufen und sagen, Mensch, hättet ihr das doch nicht unterschrieben, ja. Ja. Es Ja, wird ja also. auch ganz gerne diese Panik und die Unsicherheit, die die Leute ohnehin schon haben, und da muss man jetzt auch mal zugestehen, die haben die Arbeitgeber ja genauso. Für die ist die Situation genauso neu wie für uns alle, wie für die Bundesregierung, wie für uns Anwälte. Ihr merkt es ja auch selber, nehme ich mal an, man hat ja irgendwie den Eindruck, wir haben jeden Tag eine neue Rechtslage oder eine leicht veränderte Rechtslage. Ich habe mir Ja. tatsächlich, warte mal, ich habe mir ein Buch gekauft, hätte ich nie gedacht, dass ich mir das mal kaufen würde. Ein Kommentar zum Infektionsschutzgesetz. Ne? Ich bin Arbeitsrechtler. Ist übrigens, ich habe noch nicht so wirklich reingeguckt, ob das was taugt. Das ist der einzige, den man überhaupt noch gekriegt hat. Die Dinger sind echt super vergriffen. Also die Situation ist für alle total neu, haben wir noch nie mitgearbeitet. Wir haben ja auch schon an manchen Stellen, glaube ich, selber festgestellt, es gibt Sachen, die kriegen wir mit der bestehenden Rechtslage noch nicht mal gelöst. Wo wir über Jahrzehnte wirklich gut mitgearbeitet haben, kommen wir jetzt irgendwie einfach nicht mehr weiter. Aber was gerne gemacht wird bei Arbeitgebern, um die Unterschrift ein wenig zu motivieren, ist ja, dass man direkt sagt, unterschreib oder du kriegst die Kündigung. Das habe ich tatsächlich im Augenblick relativ häufig. Und da kann ich. Muss ich leider sagen, lieber Arbeitnehmer, habt hier bitte die Traute und unterschreibt trotzdem nicht, weil ich halte eine Kündigung schlichtweg für unwirksam an der Stelle. Ich glaube nicht, dass die bei Gericht durchgehen würde. Michael, wie siehst du das? Nee, das glaube ich auch nicht. Also, das ist ja strange, muss man ja sagen. Also, ich habe
oft auch das Gefühl aus dem Freundes- und Bekanntenkreis oder auch aus dem öffentlichen Dienst, dass da vernünftig mit umgegangen wird mit dem Thema. Ich höre aber auch immer wieder, dass es einzelne Arbeitgeber gibt, die noch den Knall nicht gehört haben. Ja, vor der Corona-Krise haben alle gesagt, ich finde keine mehr, nicht mal mehr schlechte Fachkräftemangel. Ja, und jetzt nehmen sich einige wie Wildschweine. Da muss man sich doch echt stark wundern. Und da kann man wirklich nur sagen, eine Kündigung, weil man irgendetwas nicht unterschreibt, was man nicht unterschreiben muss. Darüber reden wir hier. Ich muss nicht ins Homeoffice, ich muss nicht in die Kurzarbeit. Wenn man deswegen gekündigt wird, also da würde ich sagen, sogar im Kleinbetrieb sittenwidrig. Ja? Also so eine Kündigung würde auf keinen Fall standhalten. Wäre auch Maßregelungsverbot vermutlich, 612, ja. Oder? Wenn ich sage, mach das, geh in Homeoffice und der Arbeitnehmer sagt, nee, ich will nicht in Homeoffice und ich kündige dann deswegen unmittelbar im zeitlichen Zusammenhang oder sogar, wie ich es habe, hier auch mit der expliziten Begründung noch schriftlich, dann der wollte es besonders schlau machen, auf die Schnelle hat er seinen Anwalt nicht erreicht, der Arbeitgeber, ja, das geht nicht. Und vielleicht noch ergänzend, auch die fristlose Änderungskündigung ist mir jetzt schon zweimal auf den Tisch geflattert, die geht auch nicht. Änderungskündigungen gehen grundsätzlich nur als ordentliche Kündigung. Ja. Da sind wir uns auch einig, sicher. Ne? Ja, und sehe ich auch nicht. Also sehe ich auch nicht, dass man jetzt in Homeoffice per Änderungskündigung verwiesen werden könnte oder in Kurzarbeit. Ne, beides. Nein, weil der Arbeitnehmer gar nicht verpflichtet werden kann, Betriebsstätten zur Verfügung zu stellen. Ne? Also das ist Sache des Arbeitgebers letztlich. Ja, genau. Ja, auch die Kurzarbeit dürfte, ich sag mal, zumindest schwierig werden. Man kann hier über betriebliche Gründe tatsächlich nachdenken. Aber ich sag mal, die Leute, die schon lange im Betrieb sind und dementsprechende Kündigungsfristen haben, da ist ja schon fast damit zu rechnen, mit Ablauf der Kündigungsfrist bei einer Änderungskündigung dürfte die Corona-Krise schon wieder vorbei sein. Wir wissen alle nicht, wie lange sie dauern wird. Ich bin relativ optimistisch. Ich bin eigentlich der Meinung, dass wir das, ist ein reines Bauchgefühl jetzt, dass wir das bis zum Frühsommer eigentlich einigermaßen hinter uns haben dürften. Schon aus egoistischen Erwägungen. Ich möchte nämlich gerne im Juli in Urlaub. Das wird, fürchte ich, nichts werden. Also mindestens bis November möge es bitte vorbei sein, weil ich habe Karten fürs Genesis-Konzert in London. Da hast du dir viel vorgenommen für den Sommer. Ja, der November ist jetzt nicht gerade Sommer, noch nicht mal in meinem geliebten London. Nein, also da dürfte tatsächlich, Änderungskündigungen dürften bei sehr vielen tatsächlich in einer Erledigungserklärung enden. Mhm. Letztendlich im Gericht. Ja, aber eindeutig. Eine Kündigung wegen Kurzarbeit, weil man sich weigert, ne, das ist ja wie bei einer Entgeltsenkung. Ja, man verzichtet ja auf einen erheblichen Teil des Geldes für seinen Lebensunterhalt. Wenn das nicht mit einer Aufstockung verbunden ist, dann hätte ich da null Probleme, dass ein Arbeitsgericht das kippen würde. Also das glaube ich, hätte keine Aussicht auf Erfolg. Aber es ist natürlich auch so, wegen der Kündigungsfrist kommt es für die meisten dann eh zu spät, weil muss man es ja bei allen machen oder beim größten Teil. Und aber auch Mitarbeiter in Kleinbetrieben oder mit kurzen Kündigungsfristen sollten sowas nicht unterschreiben, weil es einfach rechtswidrig ist. Ja, wir sind jetzt schon zur Kurzarbeit im Zusammenhang mit der Kündigung gekommen. Ich will aber noch mal kurz zurückspringen in Homeoffice, zum Thema Homeoffice. Wir machen dann gleich Kurzarbeit weiter. Da hätte ich noch als Thema das Thema Datenschutz. Wir haben ja in den letzten Monaten vor Corona die ersten fetten Bußgelder gesehen, an Unternehmen verhängt wegen Datenschutzverstößen, und haben uns ja auch ein bisschen im Arbeitsrecht Gedanken gemacht, wie geht das so einher. Und die Maßnahmen, dass wir jetzt so schlecht aufgestellt sind im Bereich Homeoffice, sehe ich auch sehr in dem Zusammenhang, dass viele Unternehmen sowieso die schlechte Motivation noch schlechter war, weil sie dachten, auch mit dem ganzen Datenschutz und so. Mhm. Wie ist das jetzt plötzlich? Jetzt sollen alle in Homeoffice. Was ist mit dem Thema Datenschutz? Wie seht ihr das? Michael, fang du mal an. Wie beurteilst du das? Kann ein Unternehmen jetzt eigentlich so einfach die Leute auf ihren Privatrechnern dafür sich arbeiten lassen? Ja, das geht natürlich überhaupt nicht, weil der Datenschutz, weil der Datenschutz dann gar nicht beachtet werden kann. Ja? Also ich kenne das noch aus meiner Referendarzeit. Da habe ich auch die Akten immer mitbekommen zu Hause, habe dann auf meinem privaten Laptop was geschrieben und damals ging das noch nicht per Mail, aber per Stick oder so oder Floppy Disk gegeben. Also das war damals normal, ja, aber es ist
Das ist ganz klar, dass das rechtswidrig ist. Also der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass die Daten, also schon die Akte zu Hause kann ja ein Problem sein, unabhängig davon, ob das jetzt elektronisch übermittelt wird. Aber es müsste dann ja eine verschlüsselte E-Mail-Verbindung geben. Es müsste SSL-Verbindungen geben für die Meetings. Ja, die Daten auf dem Rechner müssten besonders gesichert sein. Das darf kein Privatrechner sein, weil man da den betrieblichen Datenschutz ja gar nicht rechtfertigen kann. Also da fragt einfach der Arbeitgeber den betrieblichen Datenschutzbeauftragten mal, dann der wird sich wahrscheinlich die Haare raufen, ja, wenn er das hört. Und deswegen ist das ja so, ich weiß das von Ministerien, die schaffen extra neue Laptops an, hier in NRW 200 in einem Ministerium. Die werden dann vorbereitet, bevor es überhaupt losgehen kann. Und dann, nur dann geht es datenschutzkonform. Und deswegen auch das spricht dafür gegen, dass man seine privaten Laptops oder andere Dinge im Privathaushalt für berufliche Zwecke einsetzen sollte. Oder auch das Smartphone, genau dasselbe Problem. Mhm. Philipp, wie siehst du das? Also mit dem Smartphone habe ich ja sowieso meine ganz eigene Meinung dazu. Ne? Also privates Smartphone und Arbeitgeber verträgt sich generell überhaupt nicht. Ich bin ja sogar der Meinung, den Arbeitgeber geht schon die Telefonnummer überhaupt nichts an. Dienstliches Smartphone bin ich auch immer noch der Meinung, mit Feierabend bitte ausmachen, weil wenn es läuft, dann geht man auch ran und das weckt nur Begehrlichkeiten. Ne? Arbeitgeber sind wie Katzen, gibt der immer Tata, dann will die nichts anderes mehr. Ich weiß, wovon ich da rede. Ne? Ich habe eine Katze hier, die ist gerade draußen. Beim Datenschutz muss man allerdings auch beachten, es gibt ja auch eine ganze Menge an Datenschutzverantwortlichkeiten, die beim Arbeitnehmer liegen. Ne? Also normal im Büro ja auch, wo ja dann auch gesagt wird, naja komm, wenn du nicht am Platz bist, dann sieh zu, dass das nicht für jeden einsehbar ist. Sei, dass man einen Bildschirm schöner drauf hat, dass man Unterlagen wegtut, je nachdem wie groß das Büro ist oder wie weit der Publikumsverkehr ist. Das Problem kriegen wir jetzt relativ, in Anführungsstrichen, extrem zu Hause, weil da haben wir Ehepartner, die theoretisch mitlesen können. Ich merke das hier auch, wo ich jetzt gerade zu Hause arbeite, dass ich da auch mal so ein bisschen zusehen muss, sorry, dass eben nicht außer der Katze irgendjemand mitgucken kann. Auch hier die Akten, die hier rumliegen, die gehen ja Dritte null an. Es ist das bei meiner Frau nicht das Problem, die guckt da nicht rein, aber ich muss natürlich Sorge tragen dafür, ne? Ganz klar. Wenn wir Kinder haben, erfreulicherweise ist meiner schon groß, deswegen habe ich das Problem nicht. Aber bei Kindern, die ja dann ganz gerne mal, insbesondere wenn sie gerade das Lesen gelernt haben, dann da reingucken, so, ach, den kenne ich, ne? Das ist der Vater von meinem Kumpel in der Schule. Ich kenne das Problem auch tatsächlich, ich bin hier bei uns Wahlvorsteher und jedes Mal bei der Wahl habe ich tatsächlich die Diskussion meistens mit den Eltern, die ihre Kinder mit reinnehmen wollen in die Wahlkabine. Und wenn die lesen können, ist ganz klar, nein, die dürfen da nicht mit rein. Und das ist jedes Mal eine Diskussion. Dasselbe Thema haben wir hier im Grunde auch. Da sind tatsächlich die Arbeitnehmer gefragt, hier auch entsprechend Sorge zu tragen. Und nicht jeder hat einen abgeschlossenen Raum oder kann in den Keller damit oder sonst irgendwie. Mit SSL-Verbindung, lieber Michael, das ist total toll, aber bei euch im Brühl mag das noch gehen, fahr mal ein paar Kilometer weiter raus, so Richtung Belgien, da ist aber Schicht im Schacht, ne? Wenn ihr da draußen in Euskirchen oder so sitzt oder noch übler in der Vulkaneifel irgendwo, da ist ja alles nur keine Verbindung. Ne? Ich meine, da wird Homeoffice ohnehin schon zum Problem. Ja, aber da hat natürlich den Datenschutz gesichert. Wenn es keine Verbindung gibt, dann kann da nichts passieren. Ja, weiß man nicht. Ne? Aber lass uns noch mal so ein paar praktische Beispiele rausfiltern, wie es vielleicht gehen könnte. Also ich persönlich bin ja im Moment so, dass ich sage, na ja, Datenschutz jetzt gerade, meine Reihenfolge ist Gesundheitsschutz, Eigentumsschutz, ja, Wirtschaftsschutz und dann Pünktchen, Datenschutz. Aber natürlich ist die Frage, wann die Datenschützer wieder aus der Deckung kommen und dann weiterarbeiten. Also ich glaube nicht, im Moment glaube ich nicht an die großen Millionen Bußgelder, aber die Gesetze gelten weiter, weiß man nicht. Aber wie könnte es praktisch laufen? Wie sieht es mit VPN aus? Also ist das aus eurer Sicht vom Privatrechner per VPN auf den Firmenrechner? Ja, also ich mache das auch von zu Hause aus. Also ich arbeite mir von zu Hause aus per VPN auf den Firmenrechner. Ne? Natürlich haben wir da
Selbe Problem, was der Philipp auch schon gesagt hat, man muss natürlich gucken, wenn man aufsteht, einen Kaffee holt, dass dann nicht der Ehemann oder die Ehefrau mal schnell in die Betriebsinterna gucken. Aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil dann hat man ja schon die betriebliche Infrastruktur, die dann möglicherweise oder hoffentlich datenschutzkonform ist, die man dann sich einfach rüberholt. Ja? Und dann macht man das Ding aus mit Passwortschutz und dann ist auch alles zu. Ja. Also das könnte eine Möglichkeit sein. Aber die Probleme mit Smartphone und so weiter, die bleiben natürlich weiter bestehen oder wenn man Papierakten hat, natürlich auch, wenn man die zu Hause rumliegen hat oder Ausdrucke erstellt. Also da glaube ich aber auch, dass diese Pflichten der Arbeitnehmer, der Arbeitgeber auch entsprechende Anweisungen dann, bevor es ins Homeoffice geht, vornehmen muss, damit die Mitarbeiter, die da vielleicht gar, die haben ja dieses Fachwissen auch teilweise gar nicht und letztendlich ist es ja eine Pflicht des Arbeitgebers, dann entsprechend unterwiesen werden müssen, bevor es ins Homeoffice geht. Einfach gesagt wird, hier, zack, morgen Homeoffice, guck mal, wir kriegen das schon irgendwie hin, ja, wie das oft läuft. Ja, ja. Da lehne ich mich auch ein bisschen so als Arbeitnehmeranwalt so ein bisschen zurück, ne, und sage, weißt du was, lieber Arbeitnehmer, es ist das Problem deines Arbeitgebers im Ergebnis. Wenn es Bußgelder gibt, die werden den treffen. Ich hatte tatsächlich, vorletztes Jahr hatte ich eine umfangreiche Verhandlung zu einer Betriebsvereinbarung Datenschutz. Und da wollte die Arbeitgeberseite tatsächlich auch so ein Merkblatt rausgeben, wo mehr oder minder drin stand, wir sind zwar verantwortlich, aber wenn du, lieber Arbeitnehmer, dich nicht dran hältst, dann kann das dich bis zu 20 Millionen kosten. Ne? Ja. Und da war auch der Kollege auf der Gegenseite, ein sehr guter Kollege, mit dem man auch sehr gut reden kann, aber der hatte dann doch die irrsinnige Meinung entwickelt, der Arbeitnehmer ist ja Auftragsbearbeiter. Und deswegen kann man den damit kriegen. Also ich glaube nicht, dass sich das halten lässt, aber es ist völlig klar, meine ich auch für die Arbeitnehmer, erstens mal habt ihr alle ein Eigeninteresse daran, dass es eben nicht jeder mitkriegt. Und die Sorgfaltspflicht, die euch im Büro auferlegt wurde, die gilt natürlich zu Hause auch, meine ich definitiv. Und wenn das nicht geht, wie haben wir als Soldaten immer früher gesagt, melden macht frei, ne? Da muss man eben mal zum Arbeitgeber gehen und sagen, hör mal, ich habe hier ein Datenschutzproblem. Ich versuche es wirklich, aber ich habe keinen separaten Raum und ich möchte auch keine Videokonferenzen auf dem Klo machen. Das ist ein bisschen unhöflich und halt immer so. Bitte gib mir eine Möglichkeit, wie ich es hinkriege. Und gegebenenfalls muss dann das Ergebnis auch wirklich sein, in der Zeit werden keine Videokonferenzen gemacht, wenn es ganz dicke kommt. Dann ist aber der Arbeitgeber in der Pflicht und auch, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob nachher nicht die dicken Bußgelder kommen, weil bei den Milliardenpaketen, die wir gerade geschnürt haben, die wollen ja irgendwie auch wieder reinkommen. Ja, also bezahlen. Ja, auf jeden Fall. Das ist übrigens generell aus meiner Sicht auch ein sehr guter Tipp, den ich den Arbeitnehmern immer gebe, jetzt im Zusammenhang mit Homeoffice und den ganzen Widrigkeiten. Schreibt, was nicht funktioniert, schreibt, was nicht vernünftig geht, schreibt, wo euer Problem ist und schickt es nachweisbar an den Arbeitgeber. Also es reicht, wir wollen jetzt nicht per Einschreiben schicken, wenn man 2-3 Mal per Mail schickt oder wenn man eine Mail schickt und kriegt eine Antwort, reicht das aus, dass man nachweisen kann, man hat auf alle Probleme hingewiesen und dann, Philipp, sehe ich auch genauso wie du, dann ist der Ball beim Arbeitgeber. Michael, du auch so, oder? Wir nennen das auch immer den Ball ins Feld der anderen Seite spielen, ja, ne, damit nachweisbar, damit man nachher auch was in der Hand hat, weil was man nicht schriftlich hat oder per E-Mail, das ist im Zweifel nicht passiert. Deswegen ist das auch ein ganz wichtiger Tipp. Ja. Generalamnesie bei Arbeitgebern ist immer eine ganz schlimme Sache. Gut, dann wäre das so zu dem Bereich generell so für Arbeitgeber. Vielleicht haben wir da auch noch so ein paar praktische Tipps. Also mir würde noch so einfallen, was viele Arbeitgeber bei mir jetzt machen. Die arbeiten mit Teamlösungen, um für den Fall der Quarantäne vorzusorgen. Die lassen bestimmte Mitarbeiter zu bestimmten Zeiten arbeiten und andere zu anderen. Also wie so eine Art Schichtsystem. Fällt euch da noch was ein? Was könnte man Arbeitgebern noch so als Tipp einfach für die praktische Umsetzung geben? Philipp, du gibst der Arbeitgebern eh keine Tipps. Also du bist ich hätte hier tatsächlich mal einen Tipp. Es gibt ja eine Haufenweise Leute, die können gar kein Homeoffice machen. Also alle zum Beispiel, die wir plötzlich als systemrelevant erkennen, wo wir früher immer nur müde gelächelt haben. Also ich nicht, weil ich Respekt habe vor Menschen, die arbeiten, aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe jetzt tatsächlich auch in einem Betrieb, da haben wir eine Betriebsvereinbarung gemacht, wirklich eine Notbetriebsvereinbarung Corona. Wie gehen wir damit um? Nicht nur mit der Kurzarbeit, sondern mit allem anderen auch.
Und da hatten wir das Problem, es gibt da Leute, die sind auch im Versand unterwegs, es gibt da Leute, die packen einfach diese Päckchen für den Versand fertig. Und da waren wir als Betriebsrat der Meinung, wir müssen es so gestalten, dass die begegnungsfrei sind. Also dass die auf jeden Fall immer diese 2 Meter eingehalten kriegen, was allein von der Menge her schon schwierig wurde. Und da ist tatsächlich die Arbeitgeberseite hergegangen, hat gesagt, machen wir doch Folgendes. Wir machen da 2 Schichten draus, die arbeiten noch kürzer als sonst, kriegen aber voll bezahlt. Wir verkürzen auch die Pause auf das gesetzlich Zulässige, also von einer Dreiviertelstunde auf eine halbe Stunde haben wir dann verkürzt. Und zwischen den beiden Schichten machen wir wirklich eine halbe Stunde, wo gar keiner da unten in der Halle ist. Und in der Zeit gehen die Reinigungsfirmen durch und reinigen und desinfizieren die Arbeitsplätze. Ja. Und das fand ich eine super Lösung. Und habe ich natürlich sofort auch meinem Betriebsrat gesagt, ja klar, das machen wir mit. Das ist eine total klasse Idee, selbstverständlich. Ne? Ja, Michael, hast du auch noch einen Tipp? Ja, also man kann eigentlich nur sagen, zusammensetzen und Lösungen suchen. Ne? Das andere Modell funktioniert eben nicht, weil es am Ende auch dazu führt, also ich habe Arbeitgeber, die in Großraumbüros arbeiten, die immer noch über Corona lachen und die Mitarbeiter arbeiten da unter engen Umständen in einem Raum. Ja? Also ne, da muss man sich am Ende nicht wundern, wenn man überhaupt keine Mitarbeiter mehr hat. Ne? Deswegen, ja. Deswegen ist das im wohlverstandenen Eigeninteresse eines Arbeitgebers, dass er die Gesundheit seiner Mitarbeiter schützt. Gerade jetzt in der Situation wird das ja besonders deutlich. Ja, genau. Sehe ich auch so. Also Arbeitgeber müssen da Lösungen treffen. Und je mehr man sich auf eine Quarantäne vorbereitet, die dann im Prinzip bei so einem Großraumbüro, wenn mich alle zusammen habe, natürlich jederzeit alles lahmlegt. Je besser man sich darauf vorbereitet, umso mehr ist man dann im Ernstfall geschützt. Das geht dann sehr schnell. Und ich glaube, mittlerweile hat auch jeder mitbekommen, dass dann auch wirklich nicht mit den Behörden zu spaßen ist. Philipp hat das Infektionsschutzgesetz hochgehalten. Ich habe das ja schon auch vor Wochen gesagt, immer, ich glaube, die meisten machen sich nicht so richtig klar, was im Quarantänefall oder auch hier, wenn es hier weiter eskaliert, was hier alles noch auf uns zukommen kann. Und da hat gar keiner mehr den Mumm nachher, gegen bestimmte Auflagen zu verstoßen, fürchte ich, ja, oder denke ich. Ja, ja, man muss ja auch. Es gibt ja auch einen schönen Aufsatz von einem Bundesrichter, der nochmal deutlich gemacht hat, dass es auch Straftaten in dem Zusammenhang geben kann. Ja? Also das heißt, wenn man jemand anderen infiziert, dann ist das kann das eine gefährliche Körperverletzung sein, wenn das vorsätzlich passiert. Und wenn der Arbeitgeber im Wissen um Corona in diesen Großraumbüros, im Grunde genommen, da hat man dann Verhältnisse wie in Ischgl, die Mitarbeiter arbeiten lässt und die sich dann gegenseitig infizieren, dann ist der Arbeitgeber dran und nicht der Mitarbeiter, der unwissentlich das Coronavirus gehabt hat. Also ja. Ich glaube, Verhältnisse wie in Ischgl, ich glaube, ganz so viel Party ist im Großraumbüro auch nicht. Ich habe das mal im Fernsehen gesehen, ich glaube nicht, dass ich das mal erleben möchte, sowas. Man muss aber auch mal sehen, ich meine, hier der erwähnte Bundesrichter geht ja sogar bis hin zum Totschlag unter bestimmten Voraussetzungen. Was man jetzt tatsächlich auch mal sehen muss und was Arbeitgeber im Augenblick manchmal, ne, also mittlerweile die meisten begreifen schon, dass es ernst ist, aber es gibt immer noch einige tatsächlich, die es nicht so sehen und die riskieren ja natürlich auch nicht nur Wahnsinnsbußgelder, ne, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, da haben die ja richtig reingeknallt, was die Bußgelder angeht. Was die auch riskieren, ist, dass das Gesundheitsamt denen die ganze Hütte dicht macht. Genau. Und dann können die auf absehbare Zeit überhaupt nichts mehr produzieren, weil ich würde mal prophezeien, selbst wenn wir das relativ fix hinter uns kriegen, und ich glaube auch unsere Wirtschaft wird das mittelfristig unbeschadet überstehen. Wir haben eine stabile Wirtschaft, da mache ich mir überhaupt nicht so die Sorgen. Das wird kurzfristig ein bisschen blöd sein, aber insgesamt wird sie es überstehen. Diejenigen, die nachher wahrscheinlich als allerletzte wieder anfahren mit der Produktion oder mit der Arbeit, werden diejenigen sein, wo die Gesundheitsämter die Hütten dicht gemacht haben. Wahrscheinlich schon aus erzieherischen Gründen, keine Ahnung. Ne? Wie seht ihr das beide mit der Wirtschaft? Also ich bin da, glaube ich, merke ich gerade, glaube ich, ein bisschen skeptischer als du, Philipp. Ich sehe da schon zum einen glaube ich, dass das ganze Thema uns länger beschäftigen wird, auch wenn die Kurve abflacht, wird es bei Restriktionen bleiben. Und die Frage ist ja, wie geht es in den anderen Ländern dann weiter und wie läuft es da? Also ich habe da eher eine sehr pessimistische Prognose im Moment. Du siehst es ja ein bisschen optimistischer. Michael, wie siehst du es? Ja, ich würde sagen, ich liege da in der Mitte. Also ich gehe mal davon aus, also wir sehen ja in Wuhan,
Die haben es am Anfang auch unterschätzt, haben dann aber entschlossen auch reagiert. Und da wird die Produktion jetzt wieder hochgefahren. Ja? Also wir haben natürlich auch jetzt ein bisschen mehr Wissen. Das heißt, wir wissen zum Beispiel, dass es ein denkbares Modell sein kann, dass die Jungen wieder ein normales Leben haben können. Das heißt eben auch arbeiten gehen. Die müssen dann schuften, während wir Alten zu Hause bleiben können. Ja? Das wird auf jeden Fall dazu führen, dass die Einbrüche nicht so dramatisch sind wie zum Beispiel jetzt in Wuhan, ja, wo alles stillgelegt worden ist, oder jetzt auch in Italien oder Spanien, da liegt ja alles lahm. Deswegen bin ich vorsichtig optimistisch. Ne? Die aktuellen Prognosen sind ja, dass es vorsichtige, also die Reduzierung der Ausgangsbeschränkungen ab Mitte April geben kann. Also ich glaube, wenn die Zahlen gut laufen, dann wird man möglicherweise schon Ostern etwas zurücknehmen können. Und mir machen eher Sorge als die Großbetriebe, die mit Kurzarbeit auch das gut verdauen können, machen mir eigentlich eher die kleinen Unternehmen Sorge. Ja, das sind, da kann man sagen, na gut, die haben eh nur ein paar Arbeitsplätze, aber das sind Strukturen. Wenn die einmal zerstört sind, dann kann man die auch nicht mehr so schnell aufbauen. In Deutschland, wenn jemand einmal insolvent war, dann ist mit dem zweiten Versuch, ist das nicht mehr so einfach. Und da habe ich eher Befürchtung, aber ich glaube, dass, und da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, und zwar eine Menge Arbeitsplätze, da hoffe ich, dass da noch etwas nachjustiert wird und zum Beispiel nicht nur TUI mit 1,8 Milliarden gerettet wird, sondern auch die kleinen Reisebüros, ja, bei denen TUI jetzt die Provisionen zurückgebucht hat für die Reisen, die nicht durchgeführt werden konnten, ja, was kleine Reisebüros in große Probleme bringt. Jetzt hast du, Michael, gerade angeschnitten, wir werden eine Veränderung der Arbeitswelt erleben, vielleicht indem es losgeht, dass bestimmte Gruppen, gefährdete Gruppen nicht zur Arbeit gehen, und in Deutschland sagt man immer müssen, ich sage ja immer, überlegt der Wert der Arbeit, die Wertschätzung für die Arbeit wird in den nächsten Wochen steigen, wenn die Leute lange genug zu Hause sind, also ich würde sagen dürfen. Aber wie nehmen wir mal aktuell die Situation? Das würde mich nochmal interessieren, eure Meinung. Jemand hat eine Lungenkrankheit, ist vorerkrankt, besonders gefährdet. Ich habe bisher immer gesagt, zu allen Arbeitnehmern oder auch so in den Medien habe ich immer gesagt, also im Moment ist es noch so, also bis Stand vor 2 Wochen, ja, im Moment ist es noch so, dass Arbeitnehmer nicht aufgrund der allgemeinen Gefahr sagen können, ich komme nicht arbeiten, wenn sie jetzt nicht krank sind. Jetzt mittlerweile bin ich so ein bisschen dabei, das anders zu sehen, und würde denken, möglicherweise muss es doch irgendwo einen Punkt geben, wo das kippt, wo jemand, der sehr gefährdet ist, sagen kann, es ist für mich zu gefährlich, insbesondere wenn der Arbeitgeber nicht ausreichende Schutzmaßnahmen, also euer Großbüro, oder wenn er das nicht macht. Wie seht ihr das, den Punkt? Arbeitsverweigerung, weil zu gefährlich beim Arbeitgeber. Ohne behördliche Anordnung, ohne Quarantäne, ohne irgendwas. Du siehst mich mit dem Kopf wippen. Die generelle Meinung, ich habe Angst, mich anzustecken und gehe deswegen nicht mehr zur Arbeit, bin ich auch der Meinung, geht eigentlich nicht. Das habe ich auch von Anfang an so vertreten, und da bleibe ich im Augenblick auch bei. Bei Leuten mit wirklich, nehmen wir mal wirklich die krassen Fälle, die schweren Vorerkrankungen, also Leute mit Asthma oder mit anderen Lungenerkrankungen, Raucher nicht, ne? Auch wenn ich selber als Raucher irgendwie zur Risikogruppe gehöre. Wenn es so ist, dass der Arbeitgeber trotz möglicherweise entsprechender Aufforderungen, wir nehmen jetzt mal tatsächlich hier dein Großraumbüro da, Michael, partout nichts dagegen unternimmt. Er hat ja eine Fürsorgepflicht, und er hat auch eine allgemeine Verpflichtung, alles zu tun, dass die Leute nicht krank werden oder verunfallen. Ne? Das haben die aus dem Arbeitsschutzgesetz schon. Wenn der da quasi dann auch gegen verstößt, meine ich schon, hat der Arbeitnehmer, der hier betroffen ist, auch ein Zurückbehaltungsrecht an seiner Arbeitskraft. Das kriege ich wohl schon noch hin. Ich meine auch, dass tatsächlich ein Anspruch darauf bestehen könnte, ich bin da jetzt sehr vorsichtig, möglicherweise, dass ein begegnungsfreier Arbeitsplatz geschaffen wird. Und nehmen wir mal den Fall, es geht nicht per Homeoffice, dass man das vielleicht anders irgendwie löst, wie immer das dann betrieblich geht. Ich meine allerdings in so einem Fall dann auch, dass der Arbeitgeber durchaus berechtigt ist, einen entsprechenden medizinischen Nachweis zu verlangen, bevor jeder daherkommt und sagt, ich habe aber jetzt, keine Ahnung, die und die Lungenerkrankung. Also es ist schon ein gegenseitiger Anspruch an der Stelle. Wir haben es übrigens in einem bereits zitierten Betrieb
haben wir es per Betriebsvereinbarung tatsächlich gelöst. Wir haben den Leuten wirklich in der Betriebsvereinbarung ein Zurückbehaltungsrecht an der Arbeitskraft gegeben, wenn der Arbeitgeber nichts macht. Und gleichzeitig auch die Berechtigung des Arbeitgebers, sich das dann auch bescheinigen zu lassen. Ja. Michael, wie siehst du das? Ich war da auch schon also ein bisschen frecher. Ich habe auch schon vor 2 oder 3 Wochen gesagt, also man sollte als Arbeitnehmer, wenn man jetzt gefährdet ist, auf jeden Fall den Ball oder wie der Philipp das sagt, melden, ja, also den Ball ins Feld des Arbeitgebers spielen und sagen, hier, ich bin ein Risikofall. Und es ist dann wie bei hitzefreiem am Arbeitsplatz, ja, welche Mittel der Arbeitgeber jetzt ergreift, um den Mitarbeiter zu schützen, kann natürlich der Mitarbeiter nicht entscheiden. Das heißt, der kann natürlich nicht einfach sagen, zu Hause bleiben, der kann erst dann zu Hause bleiben, wenn der Arbeitgeber rechtswidrige Beschäftigungsumstände beibehalten oder schaffen würde. Ja, das heißt zum Beispiel Einzelbüro und so weiter, wenn bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, um den zu schützen, dann müsste man eben weiterarbeiten. Der zweite Tipp ist dann zum eigenen Arzt gehen, weil viele Mitarbeiter sagen, ja, ich möchte jetzt auch nicht, dass der weiß, dass ich COPD habe oder ähnliches, ja, dass der Mitarbeiter nicht möchte, dass die Diagnose dem Arbeitgeber bekannt wird. Dass man das dann machen kann, wie in den Nachtschwesterfällen. Also das heißt, dass der Arzt muss ja eigentlich eine Arbeitsfähigkeit testieren in Kenntnis der tatsächlichen Beschäftigungsumstände und dass er dann attestiert, und nachdem der Mitarbeiter ihm natürlich gesagt hat, unter welchen Umständen er da arbeiten muss. Wenn der Arbeitgeber die nicht ändern will, dann schreibt der Arzt ihn krank. Also das muss er auch machen dann eigentlich. Ja, weil auch der Arzt darf nicht zulassen, dass jemand seine Gesundheit für den Job gefährdet. Das gilt übrigens auch für in den Krankenhäusern. Deswegen finde ich das mit dem Klatschen auch nicht ausreichend. In den Krankenhäusern, die Mitarbeiter, die riskieren, obwohl sie es nicht müssten, weil auch in deren Arbeitsvertrag steht nicht drin, ich muss meine Gesundheit für den Job riskieren. Die riskieren jeden Tag ihre Gesundheit. Und es gibt ja Krankheitsfälle, Infektionsfälle und auch Todesfälle inzwischen. Ne, da kann man gar nicht oft genug Danke sagen, aber dann muss man das auch mal anständig bezahlen, auch wenn Bezahlung auch nicht ausreicht, um seine Gesundheit aufs Spiel zu stellen. Ne, aber auch da muss man eben sagen, dass wenn jemand sagt, ja, ich bin gefährdet, man muss natürlich auch immer sehen, je nachdem, in welchem Job man ist, gehört es auch irgendwie dazu. Ne? Also das heißt, man muss auch mal gucken, dass die Krankenschwestern da eben auch einen sehr aufopferungsvollen Job machen. Und wenn die jetzt uns hören und sagen würden, also ich brauche das nicht mehr zu tun, ja, dann bricht hier alles zusammen. Also da kann man nur hoffen, dass die das weiter tun, was sie nicht müssten. Ja, Michael, das finde ich einen wichtigen Aspekt. So habe ich es bisher immer gesagt. Ich habe gesagt, man muss auch immer gucken, abwägen zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Wo realisiert sich eine typische Gefahr im Krankenhaus? Da kommen nun mal keine gesunden, kräftigen Menschen hin. Da kommen Menschen auch mit ansteckenden Krankheiten hin und war schon immer so. Und andersrum, aber gibt es eben auch Berufsgruppen, wo überhaupt man nicht den Beruf ergriffen hat, um sich zu gefährden. Also klassische Schreibtisch-Jobs, außer dass man sich mal eine Büroklammer unter den Fingernagel haut, vielleicht, da passiert ja nicht so viel. Und dementsprechend würde ich da auch ein bisschen abwägen, ja, in welcher Beruf, also wo ist die Grenze in der jeweiligen Berufsgruppe? Ein Kraftfahrer hat auch immer schon ein höheres Risiko, zu Schaden zu kommen beim Verkehrsunfall als Otto-Normalverbraucher, ja. Ja, man muss natürlich sagen, jetzt mit den Schutzkleidungen, natürlich hat eine Krankenschwester ein größeres Risiko, mit Infektionen in Kontakt zu kommen. Aber es darf eigentlich nicht sein, dass die Beschäftigungsumstände so aussehen, dass dieses Risiko realisiert. Da sind wir uns einig. Die Krankenhäuser müssen alles dafür tun, dass die Schutzkleidung, dass ein 100%iger Schutz des Personals auch sichergestellt ist. Ne? Ja, gut, das ist klar. Ja. Philipp, du da muss man aber, darf ich gerade, da muss man aber auch mal sehen, sind wir wieder bei diesen systemrelevanten Berufen und im Gegensatz zu 2008 entdecken wir gerade, es sind nicht die Banker, die systemrelevant sind. Also bei Krankenschwestern, ganz ehrlich, ich hab vor dem Job schon immer eine gehörige Hochachtung gehabt. Ich habe mal 4 Wochen lang Sozialpraktikum gemacht in der 12. Klasse im Krankenhaus. Das Ergebnis war, ich habe keinen Zivildienst gemacht, sondern bin zur Armee gegangen. Ne? Also ich könnte es nicht. Ich habe da wahnsinnige Hochachtung vor. Einzelhandel habe ich selber 4,5 Jahre gemacht. Ich weiß, wie manche Kunden drauf sein können. Und man ist immer der Treteimer der Republik, um die Launen der Kunden auch mitzunehmen. Plötzlich entdecken wir diese Leute alle als systemrelevant. Müllwerker,
Lkw-Fahrer, sogar die städtischen Verwaltungsbeamten erkennen wir plötzlich als systemrelevant und stehen auf dem Balkon und klatschen. Ich finde Klatschen total okay, aber Michael, ich gebe dir recht, das reicht überhaupt nicht aus, wenn man sich mal anguckt, dass das maßgeblich auch Berufe sind, die zu den am schlechtesten bezahlten im Land gehören. Und doch, Bezahlung macht ein bisschen was aus. Arbeitsbedingungen sind es natürlich auch. Und jemand, der im Einzelhandel an der Kasse sitzt, der hat sich nie Gedanken gemacht, dass er irgendwie mit einer Seuche konfrontiert werden könnte an dieser Kasse. Ne? Das ist anders als bei Krankenschwestern. Da muss ich aber leider auch mal sagen, da kommen mehrere Aspekte dazu. Also im Gesundheitswesen kommt tatsächlich die ungefähr seit 30 Jahren sind wir dran, alles zusammenzusparen und es muss profitabel sein und alles nur in Geld bewertet. Das, meines Erachtens geht das im Gesundheitswesen überhaupt nicht. Meines Erachtens ist das definitiv staatliche Versorgungsleistung, die auch in staatlicher Hand gehört, aber jetzt wird es auch ein bisschen politisch. Ne? Wir haben auch über die letzten 30 Jahre immer gesagt, naja, komm, sind wir mal moderat bei den Tarifabschlüssen. Das ändert sich bei den Gewerkschaften so in den letzten 10 Jahren auch so ein bisschen. Aber auch viele Arbeitnehmer, muss man leider mal sagen, die Haltung von vielen Arbeitnehmern, wir brauchen keinen Betriebsrat, wir kommen doch hier sowieso klar. Und was soll ich in der Gewerkschaft? Die macht ja eh nichts für mich und mein Geld kriege ich ohnehin. Da muss man auch mal ganz deutlich sagen, je stärker die Gewerkschaften sind, desto eher können die auch ordentliche Tarifabschlüsse durchsetzen. Und da liegt es. Es ist ja bei uns nicht so, dass der Staat die Gehälter vorgibt, außer beim gesetzlichen Mindestlohn. Und auf den wollen wir ja auch im Einzelhandel definitiv nicht runter. Unser wirtschafts- und politisches System ist richtigerweise so, dass die Tarifpartner das untereinander ausbaldowern. Und da liegt es auch an der Arbeitnehmerschaft. Ich kann mir vorstellen, dass da ein bisschen was überdacht wird. Ich habe jetzt neulich tatsächlich die Anfrage von dritter Seite gehabt, wie das denn jetzt aussieht mit Kurzarbeit und den kirchlichen Trägern. Ob die denn jetzt irgendwie da Mitarbeitervereinbarungen machen können mit ihren Mitarbeitervertretungen, wo ich gesagt habe, nö, die wollten 120 Jahre lang nicht, dass sie mit ins Betriebsverfassungsgesetz kommen. Jetzt müssen sie damit klarkommen. Jetzt müssen die mit jedem Einzelnen auch eine Vereinbarung machen. Ne? Haut nicht hin. Sie haben sich mit Erfolg dagegen gewehrt. Jetzt müssen sie da durch. Ne? Ich sehe, du bist genauso ein Freund vom Kirchenarbeitsrecht wie ich. Aber du hast das Stichwort gesagt. Ich würde mal jetzt gern mit euch die Kurve kriegen, damit wir auch so ein bisschen zeitlich im Rahmen bleiben. Ja, dann würde ich mal sanft überleiten. Philipp, du hattest ja das Wort schon erwähnt zum Thema Kurzarbeit. Da haben wir ja auch viele Probleme. Zum Beispiel hat sich ja beim Thema Kurzarbeit jetzt einiges geändert. Es können ja jetzt unter viel erweiterten Voraussetzungen Kurzarbeitergeld beantragt werden. Und dadurch kommen ja auch völlig neue Branchen mit dem ganzen Thema in Berührung. Philipp, vielleicht sagst du mal kurz, was sich geändert hat so und wie du das so in der Praxis jetzt spürst. Ja, also was sich ja vom Rechtlichen her im Wesentlichen geändert hat, ist, dass die Schwelle der Betroffenen von 30% der Mitarbeiter auf 10% gesenkt wurde. Was sich für Arbeitgeber vor allen Dingen ja geändert hat, ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge erstattet werden. Die müssen sie ja sonst normalerweise immer mitbezahlen. Und was war es noch? Es war noch irgendein Ding. Ja, es müssen keine Minusstunden mehr erstmal wieder aufgebaut werden. Ja. Wobei ich immer der Meinung bin, Minusstunden erstmal wieder aufbauen und Kurzarbeit ist ein Widerspruch in sich. Genauso wie die Anordnung von Überstunden und Kurzarbeit habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Ne? Auf der einen Seite Kurzarbeit fahren, auf der anderen Seite Überstunden anordnen. Wo sich mir die Frage dann stellt, was dann nur jetzt? Ne? Soll er sich entscheiden, der Arbeitgeber? Das ist so der rechtliche Rahmen, der sich eigentlich im Wesentlichen geändert hat und das Ganze auch noch rückwirkend zum 1. März. Und da wird es tatsächlich in der Praxis interessant. Ich muss ja ehrlicherweise sagen, bevor das ganze Ding hier losgegangen ist, ich habe mich mit dem Thema Kurzarbeit nie irgendwie befassen müssen, weil es bei mir nie irgendwie relevant gewesen ist. Also der Nebeneffekt von Corona ist ja auch, ich lerne selber auch verdammt viel dazu, wo ich mir vorher keine Gedanken drum gemacht habe. Zum Beispiel eben der Umstand, dass wenn es nicht vertraglich vereinbart ist, man ja gar keine Kurzarbeit anordnen und anmelden kann. Und wenn man jetzt sich mal einfach mal so einen allgemeinen, so die Arbeitsverträge, die man ja über die Jahre immer wieder auf den Tisch gekriegt hat, ich habe da noch nie auch nur eine Silbe über Kurzarbeit gelesen. Was da immer drin steht, ist die Befugnis des Arbeitgebers, Überstunden anzuordnen. Ja, die steht drin.
Aber über Kurzarbeit steht in der Regel nichts drin. Wo habe ich ansonsten Berührungspunkte mit gehabt? Bei Betriebsratsschulungen, wenn ich den Leuten gesagt habe, ja, Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 3 ist es, glaube ich, vorübergehende Verlängerung oder Verkürzung der Arbeitszeit, wo wir ja auch maßgeblich über die Anordnung von Überstunden immer reden und dann immer in so einem Nebensatz, ja, und klar, wenn Kurzarbeit gefahren werden soll, ist das auch mitbestimmungspflichtig. Und dann hat sich's für mich immer erledigt gehabt. Was ich jetzt feststelle, ist, dass Arbeitgeber auch feststellen, oh, wir haben das gar nicht in unseren Verträgen drin stehen. Jetzt müssen wir wirklich Einzelvereinbarungen mit den Leuten machen oder halt mit dem Betriebsrat reden. Wohl dem Arbeitgeber jetzt, der sich nicht über Jahrzehnte dagegen gewehrt hat, mit dem Betriebsrat arbeiten zu müssen, der jetzt ordentlich mit seinem Betriebsrat arbeiten kann. Und ich werbe hier auch tatsächlich, das mache ich ja nicht häufig, auch auf Betriebsratsseite, hier mit dem Arbeitgeber zusammenzuarbeiten, weil es geht um die Belegschaften. Es geht hier nicht, jetzt nicht um irgendwelche ideologischen Kämpfe, die da geführt werden oder um irgendwie großartig Politik. Es geht hier einzig und allein auch für die Betriebsräte aus meiner Sicht um die Belegschaft, um niemanden anderen. Aber diejenigen, wo es eben keine Betriebsräte gibt, die müssen jetzt genau wie die Kirchen auch, die haben ja keine andere Chance, müssen die wirklich mit jedem Einzelnen jetzt eine Vereinbarung abschließen. Und da gibt es so tolle Ideen, wie das Arbeitgeber sich denken, so, hui, ich kann das rückwirkend zum 1.3. machen. Und dann machen die auch ihre Kurzarbeitervereinbarung rückwirkend zum 1.3., obwohl die ganze Zeit gearbeitet wurde. Ne? Da kommen die jetzt plötzlich auf den komischen Trichter, so, ich lasse jetzt den Beitragszahler alles bezahlen und meine Leute kriegen auch noch weniger. Und wenn ich total großzügig bin, verkaufe ich denen das auch noch, dass ich noch was aufstocke auf das Kurzarbeitergeld. Und da muss man deutlich sagen, nein, so geht es natürlich nicht. Auch die individuelle Vereinbarung oder auch meinetwegen die in der Betriebsvereinbarung kann immer nur in die Zukunft gerichtet sein. Wir können nicht, zumindest nicht rechtswirksam, für die Vergangenheit plötzlich Kurzarbeit fahren, die in Wirklichkeit noch nicht mal gefahren wurde. Aber selbst wenn sie gefahren worden wäre, wäre sie ja gar nicht rechtmäßig gefahren worden. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit die Arbeitsagenturen das alles jetzt auch wirklich vorab überprüfen, wie sie es normalerweise müssen. Ne? Da Also habe ich ja meine Zweifel. hier höre ich so Sachen wie, gebt den Antrag ab, die genehmigen im Moment alles bei der Agentur. Die Frage ist natürlich, wie das dann rückwirkend ist. Das, was du schilderst, habe ich hier auch genauso. Das dürfte ja ziemlich auch in Richtung Betrug gehen, oder Michael? Wie siehst du die Sache? Ja, würde ich auf jeden Fall so sehen. Also das ist Subventionsbetrug, wenn man keine Kurzarbeit durchgeführt hat und sich rückwirkend Sozialversicherungsbeiträge erstatten lässt und Leistungen aus der Sozialsolidargemeinschaft kassiert. Ja, das ist strafbar. Sogar mehrfach, ne? Es ist, Ja, und es gibt viele Zeugen, die ganzen Arbeitnehmer, ne, denen man sich auch ausliefert. Also man kann das eigentlich Arbeitgebern auch gar nicht raten, ne, jetzt so zu machen, oder? Wird aber Was gern. Entschuldigung. Nein, also es ist wirklich, es ist also meines Erachtens, ich bin ja kein Strafrechtler, ne? Aber soweit ich mich noch entsinne, so aus Unizeiten, es ist Betrug zu Lasten des Beitragszahlers, ne? Weil er das Ganze löhnen muss. Es ist Betrug zu Lasten der eigenen Arbeitnehmer. Dann kommt hier auch noch Sozialversicherungsbetrug dazu, weil ja die Sozialversicherungsbeträge, die man normalerweise abführen müsste, auch noch erstattet werden. Da kommen gegebenenfalls, ne, es dürfte tateinheitlich sein. Wie ist das mit der Tateinheit? Die wird, glaube ich, ein bisschen dann aufgestockt oder so. Ne? Mengenrabatt gibt es, glaube ich, nur bei Tatmehrheit, weiß ich gerade gar Der nicht mehr. eigene Arbeitnehmer wird nicht betrogen, der weiß es ja zumindest. Da fehlt es ja wahrscheinlich an der Täuschung. Ne? Der weiß ja, er wird vielleicht genötigt oder irgendwas, aber der weiß ja, dass er das unterzeichnet. Ja, kann man auch drüber nachdenken. Auf der anderen Seite, ob er das alles so auch durchblickt und ob das gleichzeitige, ne, ich muss das jetzt machen und der Gesetzgeber hat es ja ermöglicht, so rückwirkend, also das käme wohl auf den Einzelfall an. Mein Gefühl ist auch tatsächlich, die Staatsanwaltschaften werden anschließend tatsächlich ein bisschen mehr zu tun haben als normal, weil so manch einer versucht, sich da irgendwie jetzt gerade mal was rauszuziehen, was ihm nicht gebührt. Auch irgendwelche Leute, die jetzt die Wirtschaftsförderung mit abziehen wollen, ohne dass sie es eigentlich wirklich brauchen. Ich meine, es ist ja wirklich gedacht für die Leute, die sonst wirklich in wirtschaftliche Schieflage geraten und nicht dafür, dass Leute oder Unternehmen mit fetten Gewinnen sich das jetzt auch noch mitnehmen oder die jetzt plötzlich dann hinten hergehen und nicht mehr die Miete bezahlen oder so. Das sind ja nicht die Leute, von denen wir es eigentlich gedacht hätten, für die es auch gedacht ist, sondern echt die Unternehmen mit den Milliardengewinnen. Zwei davon habe ich durchaus auf der Gegenseite häufiger, weil ich ein paar Betriebsräte da vertrete. Ich habe durchaus eine Vorstellung davon, wie die drauf sind. Die gehen jetzt wirklich nach dem Motto, ne, bei euch in Berlin würde man sagen, das ist meine ganz große Chance, war. Ne?
Das ist schon hanebüchen, was da teilweise läuft und nicht selten auf dem Rücken der Arbeitnehmerschaft. Und da werde ich dann auch wieder zum richtigen Arbeitnehmeranwalt, das gehe ich auf die Maßgabe, geht überhaupt nicht. Und wenn es sein muss, wäre es mal interessant, habe ich mir noch nie Gedanken drum gemacht, ob man eine Einigungsstelle auch als Videokonferenz machen kann. Keine Ahnung. Michael, wie sieht bei dir die Lage da aus? Ja, also ich habe auch eine ähnliche Geschichte wie Philipp, kirchliche Trägereinrichtung, denen jetzt auch aufgefallen ist, dass die Mitarbeiterverordnung und die Mitarbeiter mit der Mitarbeitervertretung kein Mitbestimmungsrecht zusteht und deswegen auch keine Grundlage besteht für die Einführung von Kurzarbeit, die jetzt auch mit den Mitarbeitern reden müssen und per Einwilligungserklärung, weil es natürlich auch nicht in den Arbeitsverträgen drinsteht, mir geht es ja genauso wie Philipp, also ich kenne selten, ich kenne Arbeitsverträge, in denen das vorkommt, aber das ist extrem selten, obwohl wir die Situation jetzt ja auch nicht neu ist, sondern wir hatten ja schon mal Finanzkrise, wir hatten zwischendurch 2003, glaube ich, auch nochmal eine Kurzarbeiterwelle und trotzdem ist es in Arbeitsverträgen nicht drin, sodass man eben entweder Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung haben muss, um das einzuführen. Ne? Dasselbe Problem besteht im öffentlichen Dienst. Ja, das heißt, da gibt es in den meisten Bundesländern, also im BPersVG auf jeden Fall nicht und hier im Landespersonalvertretungsgesetz NRW gibt es auch keine Grundlage, ich glaube in Berlin auch nicht. Das heißt, die können auch nur mit Einwilligungserklärung der Mitarbeiter Kurzarbeit einführen. Ne, was man da sagen muss, ist natürlich, dass Mitarbeiter echt aufpassen müssen, weil wenn sich die Kündigung nach der Kurzarbeit anschließt, dann hat man ja das Problem, dass auch innerhalb der Kündigungsfrist die Kurzarbeit zwar endet, weil die Kurzarbeit ja nur während vorübergehenden Arbeitsausfall genehmigt werden kann. Das heißt, wenn man in der gekündigt worden ist, hier liegt ja angeblich ein dauerhafter Ausfall der Tätigkeit vor. Das heißt, die Kurzarbeit wird aufgehoben, es gibt kein Kurzarbeitergeld mehr und trotzdem bekommt der Mitarbeiter nur noch das Gehalt in Höhe des Kurzarbeitergeldes. Das wissen die meisten nicht. Das heißt, da rate ich immer in den Einwilligungserklärungen auch darauf zu achten, dass da Passagen drin sind, unter anderem eben, dass wenn man gekündigt wird oder dass ein Ausschluss betriebsbedingter Kündigung vereinbart wird oder zumindest das drinsteht, wenn ich gekündigt werde, dann kriege ich auch in der Kündigungsfrist mein normales Gehalt wieder, ja, und nicht das Kurzarbeitergeld. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann, was mir auffällt, alle Vereinbarungen, die ich bisher gesehen habe, allerdings auch die, die ich für Arbeitgeber entworfen habe, die sind natürlich unbefristet. Und da wäre eben mein dringender Rat an die Arbeitnehmer, dass man natürlich guckt, dass man das Ganze auf diese ganze Vereinbarung befristet, wenn man nicht seinen Rest seines Arbeitslebens bei dem Arbeitgeber dann immer auf diesem Kurzarbeiterstuhl sitzen will. Ne? Ja, ja. Variante ist auch, oder wo man tatsächlich drauf achten sollte, ist, was passiert eigentlich, das schreiben die ja auch gerne rein in die Vereinbarung und ich halte das auch für wirksam und auch für sinnvoll. Wenn dir zwischendurch doch mal Arbeit ist, wird ja ganz gerne reingeschrieben, der Arbeitgeber ist berechtigt, dann auch trotzdem zwischendurch zum Arbeiten zu holen. Hier ist natürlich darauf zu achten, dass für die Zeit, die Leute wirklich arbeiten, nehmen wir jetzt mal den Fall Kurzarbeit null, das ist ja im Moment der Regelfall eigentlich, ne? Wenn die zur Arbeit geholt werden, sind die natürlich für die Zeit ganz normal zu bezahlen. Ne? Da muss man auch drauf achten, muss man den Leuten auch immer wieder einbläuen, spätestens bei der Gehaltsabrechnung wird man es dann feststellen. Ich kann es im Moment noch nicht beurteilen, weil die Gehaltsläufe noch nicht durch sind, aber ich schätze mal, in der nächsten Zeit wird die eine oder andere Zahlungsklage auf Arbeitsentgelt da durchaus kommen in der Beziehung. Ne? Betriebsratsarbeit, ne? Auch in der Kurzarbeiterphase findet Betriebsratsarbeit selbstverständlich statt und dann sind das Betriebsratsüberstunden, mit denen müssen wir auch irgendwie umgehen. Nur weil jetzt Kurzarbeit ist, heißt das ja noch lange nicht, dass Betriebsratsarbeit dann auch auf Null gefahren wird. Es gibt genug, was irgendwie gemacht werden muss, auf jeden Fall. Ja. Folgende Überlegung, was haltet ihr davon? Ich sage den Arbeitnehmern, bevor ihr da zustimmt, überlegt euch auch, ob ihr dem Unternehmen wirklich eine Chance zutraut, die ganze Geschichte zu überleben, weil sonst die Gefahr besteht auch, das eine, Michael, was du gesagt hast bei der Kurzarbeit, wenn sich die Kündigung anschließt, das andere aber auch die Frage, wie wirkt sich das Ganze dann auf den Arbeitslosengeldanspruch aus, denn sicher nicht positiv, weil ich habe jetzt mir nie genau angeguckt, aber vermutlich läuft das Arbeitslosengeld ja zumindest in den Fällen, die du gesagt hast, wird es ja deutlich niedriger, weil der
weil das Bezugsentgelt ja niedriger ist. Ne? Also da wird man ja wahrscheinlich dann Nachteile beim Arbeitslosengeld haben. Besonders doof für die, die 2 Jahre Anspruch haben. Ne? Wie seht ihr das? Ja, also bei Sozialleistungen ist ja dasselbe wie beim Elterngeld. Also wenn jemand schwanger ist, sollte er sich auf keinen Fall auf Kurzarbeit einlassen, ja, weil beim Elterngeld eben auch das Kurzarbeitergeld als Einkunft null gesetzt wird. Das heißt, man wird behandelt, jemand, der keine Einkunft hatte, und dann reduziert das eben auch das Arbeitslosengeld, nicht das Arbeitslosengeld, das Elterngeld. Das auch. Wie das beim Arbeitslosengeld ist, ich meine, dass das eigentlich nicht negativ berücksichtigt wird, aber auch das wäre auf jeden Fall ein Thema, was ein Mitarbeiter klären sollte für sich, bevor er eine solche Vereinbarung unterschreibt. Ja, wenn man sowas ins Blaue hinein unterschreibt, von dessen Konsequenzen man sich nicht bewusst ist, das ist immer eine schlechte Lösung. Ja, deswegen dann doch lieber zum Anwalt gehen und sich da beraten lassen, weil das am Ende teuer werden kann. Ja, aber zumindest der Fall, den du meintest, wo sich an die Kurzarbeit noch in eine Phase in der Kündigungsfrist zwar keine Kurzarbeit mehr ist, aber weniger bezahlt wird, da würde sich doch auf jeden Fall negativ auf den Arbeitslosengeldanspruch auswirken. Da sind wir uns sicher. Bei dem anderen weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber ich glaube, dass das Kurzarbeitergeld den Arbeitslosenanspruch nicht. Aber wenn man natürlich in der Kündigungsfrist, und das wäre natürlich gerade für Mitarbeiter, die lange beschäftigt sind, die 7 Monate Kündigungsfrist haben, ne, die haben dann 7 Monate geringere Einkünfte in der Kündigungsfrist. Und das würde sich dann auch negativ aufs Arbeitslosengeld auswirken, auf jeden Fall. Und wenn ich mir dann noch überlege, dass das Arbeitslosengeld ja aus dem Durchschnitt der letzten 12 Monate berechnet wird. Und wenn 7 Monate davon Kurzarbeitergeldbezug sind, ja, das ist natürlich richtig haarig. Es gibt noch andere, ich sag mal, Berufsgruppen in Anführungsstrichen, denen man tunlichst sagen sollte, unterschreib es bloß nicht. Ne? Nämlich alle diejenigen, die nicht in die Arbeitslosenversicherung einzahlen. Rentner, Werkstudenten, Minijobber und. Ne? Bei freiwilligen Praktikanten kann es ein bisschen anders aussehen. Das sind alles Leute, die dann plötzlich dann auch völlig ohne jegliche Bezüge da sind. Und da bin ich im Augenblick, tendiere ich zu der Meinung, dass ich denen grundsätzlich sage, bieten Sie Ihre Arbeitskraft an und dann gucken wir mal, was passiert im Laufe der Zeit. Auch da dann wieder, ne, wir werden wahrscheinlich das Gehalt einklagen müssen. Minijobber haben ja im Regelfall den Vorteil, dass sie Prozesskostenhilfe kriegen. Ist also auch nicht so das Drama, dann auch mit dem Anwalt. Aber ich kann auch hier immer wieder nur, ich mache das in meinen Videos mittlerweile, gebetsmühlenartig, ne, wie so ein Prediger. Ich sage mal, Leute, ne, die Erstberatung beim Anwalt ist nicht so teuer. Die Schäden, die man haben kann, wenn man sie nicht macht, können deutlich höher sein. Ne? Muss man auch irgendwie mal sagen. Ne? Eltern, also werdende Mütter oder auch meinetwegen werdende Väter, die vorhaben, in Elternzeit zu gehen, sollten auch tunlichst nicht unterschreiben, genau wegen der Folgen für das Elterngeld. Und auch da bin ich mal gespannt, wie viele Leute dann trotzdem hinten runterfallen werden, obwohl man ihnen dauernd gesagt hat, komm, so eine anwaltliche Beratung ist nicht so teuer im Verhältnis. Ja, wobei ich will mal dagegen sagen, jetzt machen die Beratung, ja, und wir sagen ihnen dann, ja Leute, das könnt ihr nicht unterschreiben oder nur unter den und den Bedingungen nicht unterschreiben. Der Druck ist ja im Moment enorm. Wir haben diesen Herrentrieb, wir haben von der Politik, die wirklich... Medien, wir wissen, es ist extrem, es ist auch extrem schwierig für die meisten Arbeitgeber momentan, ja, und dadurch wächst ja auch auf den Einzelnen der Druck ins Unermessliche, vielleicht doch sowas zu unterschreiben, ja, und da ist eben wichtig, dass man wenigstens sich vorher mal beraten lässt und dann vielleicht mit der einen oder anderen Formulierung, ich meine zum Beispiel, wenn man es befristet macht, könnte man auch schon immer ein bisschen was retten, weil dann ist das Ding irgendwann wieder vom Tisch und jedenfalls nicht für alle Ewigkeit. Ne? Man kann mit dem Arbeitgeber in 3 Monaten nochmal nachverhandeln. Wenn man es jetzt 3 Monate befristet und dann guckt mal, wie es läuft, und dann kann man in 3 Monaten zumindest wieder neu starten, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Ja, ja, also ich würde auch sagen, ich verstehe die Situation. Es ist immer leicht, einen Rat zu geben, leichter ihn zu geben, als ihn zu befolgen. Das ist auch klar. Ne? Deswegen
Deswegen ist aber auch gut, wenn man mit Argumenten bestückt ist, weil man ja dann auch dem Arbeitgeber deutlich machen kann, warum man das so nicht unterschreiben kann. Das ist ja ein Unterschied, ob ich einfach sage, nee, und der Arbeitgeber dann denkt, ja, der will meinen Betrieb kaputt machen, oder ob ich sage, nee, ich kann das nicht machen und du würdest das auch nicht machen an meiner Stelle. Ja, das hilft bei manchem Arbeitgeber auch nicht, aber bei vielen ist dann, glaube ich, auch eine Einsicht da und dann kann man Lösungen finden, um diese negativen Folgen zu vermeiden und kann vielleicht den einen oder anderen, der geht dann in Kurzarbeit, vielleicht auch mit Aufstockung und aber abgesichert für den Fall, dass es schief geht. Variante gerade und das auch bei großen Handelsketten, die von sich selber behaupten, nicht blöd zu sein. Das bewahrheitet sich hier gerade so ein bisschen. Was ich im Augenblick sehr häufig erlebe, ist, dass gerade bei den 450-Euro-Kräften, dass da einfach gesagt wird: Ja, wir pausieren euer Gehalt. Ihr Ja, könnt ja nicht in Kurzarbeit, ne? Ihr zahlt ja nicht ein, wir pausieren einfach euer Gehalt. Und dann steht man da so, wie ihr pausiert einfach unser Gehalt. Ne? Ich glaube, da sind wir uns einig, geht klingt nett. natürlich überhaupt nicht. Ne? Das würde ich Ja. furchtbar gerne auch ab und an mal machen. Ne? Der Kammerbeitrag ist ja jetzt irgendwie fällig. Ich pausiere jetzt mal den Kammerbeitrag. Ne? Die Kammer wird mir zu Recht was erzählen. Ne? Vollkommen klar. Geht natürlich überhaupt nicht. Aber in der Praxis fürchte ich, auch das wird man jetzt mal beobachten müssen in der nächsten Zeit, werden die einfach hergehen und nicht bezahlen. Ja, habe ich hier schon Fälle, also wurde ich zumindest so drohen damit auch, wie bei euch auch, ja. Okay, dann würde ich nochmal das Thema ansprechen wollen, Gleichbehandlung, arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz und Kurzarbeit. Bei einem Arbeitgeber, einige Leute werden in Kurzarbeit 0, einige in Kurzarbeit 50 und so weiter geschickt. Wie seht ihr das? Ja, da rächt sich, wenn man vorher Freund vom Chef war, dann muss man weiterarbeiten. Nein, Spaß beiseite. Natürlich kann der Arbeitgeber betriebliche Gründe haben, die man vielleicht nicht erkennen kann. Also da gilt jetzt nicht eine Form der Sozialauswahl, dass man sagen kann, also entweder man muss aus sozialen Gründen arbeiten oder man darf zu Hause bleiben, sondern der Arbeitgeber darf natürlich keine sachfremden Gründe nehmen, um jemanden in Kurzarbeit zu schicken oder eben nicht zu schicken. Das sieht ja jeder vielleicht auch individuell anders, ob das eine gute Sache ist oder eine schlechte Sache ist. Kommt ja dann auch darauf an, ob eine Aufstockung da ist oder nicht. Also da sehe ich aber schon, dass grundsätzlich auch in diesem Fall der Gleichbehandlungsgrundsatz nicht aufgehoben worden ist, ja, aber dass natürlich viel wie immer sachliche Gründe eben Ja. in der besonderen Situation liegen können. Ne? Und da muss man dann drüber sprechen, welche Gründe der Arbeitgeber hat, um diese Maßnahme zu treffen. Ohne diese Informationen kann man ja auch nicht beurteilen, weder der Mitarbeiter selber noch der Anwalt, ob das in Ordnung ist. Ja. Hier ist auch grundsätzlich zu überlegen, und das ist tatsächlich gerichtet an Arbeitgeber wie an Betriebsräte, eigentlich sollte man auf beiden Seiten immer alles machen, um Kurzarbeit nach Möglichkeit zu verhindern oder zuzusehen, dass sie gar nicht erst eintritt. Jetzt gibt es tatsächlich so Geschäftsbereiche, die ja teilweise noch dürfen und teilweise nicht mehr dürfen. Ne? Nehmen wir mal Handelsunternehmen, die tatsächlich den liefern dürfen sie ja noch. Also der ganze Online-Bestelldingens, das funktioniert noch, aber wenn die einen Präsenzladen haben, da dürfen sie nicht mehr. Also wenn es nicht gerade Lebensmitteleinzelhandel ist. Da ist ja auch zu überlegen, auf beiden Seiten, ob man nicht die Leute, die im Laden sind, erstmal rübernimmt, meinetwegen ins Versandlager, wo jetzt auch mehr Arbeit anbach ist. Also ich habe tatsächlich auch Betriebe bzw. Betriebsräte, wo wir tatsächlich nicht über Kurzarbeit reden, sondern wir reden darüber, wie wir die Versetzung. Mehrarbeit eigentlich vergüten, ob da die Leute noch ein Goodie oben drauf kriegen. Da reden wir zum Teil jetzt tatsächlich auch darüber, dass die Arbeitgeber überlegen, Sonntagsarbeit anzusetzen, weil einfach die Bestellungen so dermaßen in die Höhe gegangen sind. Es gibt ja echt auch Krisengewinnler bei der ganzen Geschichte. Aber da ist es natürlich sinnvoll, bevor man dann sagt, na ja, komm, ich habe für die keine Arbeit mehr, ich schicke die in Kurzarbeit, die dann irgendwie rüberzuziehen für andere Tätigkeiten und dann auch entsprechend vereinbart, dass das natürlich dann auch außerhalb der eigentlichen vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung geht. Natürlich nicht mit Gehaltseinbußen. Ne? Das darf aus meiner Sicht überhaupt nicht sein, dass es dann heißt, na ja, komm, du machst jetzt eine minderwertigere Tätigkeit, weil die bei mir so bewertet ist und deswegen kriegst du auch weniger Geld. Ne? Das wohl eher nicht. Aber auch unsere 450-Euro-Kräfte, ne? Die können wir vielleicht an der einen oder Stelle, je nachdem, wie der Betrieb aufgestellt ist, da auch so ein bisschen retten, dass wir die mit in andere Bereiche rüberziehen, wo sie auch was tun können.
Gut, also ich will nochmal Gleichbehandlung, da hatte ich relativ viele Fragen eben zu, würde ich auch meinen, dass man alles über den arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz lösen kann. Also wir bilden Gruppen, wenn unterschiedlich behandelt wird, Gruppen gebildet werden, dann muss man tatsächlich nach irgendwelchen Kriterien haben, um Gruppen zu bilden. Wenn ich die Gruppen nicht bilden kann, dann muss ich die verbleibenden Mitarbeiter gleich behandeln und kann eben nicht, wie du, Michael, als Scherz vorhin gesagt hast, denen sagen, der muss noch voll arbeiten, weil der Chef so gut mit dem kann und die anderen müssen 100% nach Hause. Da muss man eben die verbleibende Arbeit gleichmäßig verteilen, wenn eine Gruppenbildung nicht möglich ist. Ja, wobei Gruppenbildung, da wäre ja wieder die Frage jetzt, wie sieht es denn aus? Ist es eine Gruppenbildung, wenn ich sage, alle Leute ab 50 oder alle Kranken oder so, das wäre dann spannend, wenn man solche Gruppen bildet. Ne? Wenn man jetzt sagt, hier, ich schicke alle in Kurzarbeit, die erkrankt sind oder sich da melden, wie würdet ihr das sehen? Nehmen wir an, ich sage, ich schicke alle, die über 50 sind und alle, die eine Lungenkrankheit haben, in Kurzarbeit. Was würdet ihr von so einer Geschichte halten? Kurzarbeit nur, die anderen arbeiten weiter. Fände ich spannend, ne? Ich warte eigentlich drauf, dass der erste Arbeitgeber drauf kommt. Ich fürchte, jetzt hast du da jemanden auf Ideen gebracht. Würde ich für nicht zulässig erachten, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir können, ne, Michael, ganz richtig, wir können über sachliche Gründe tatsächlich reden, wenn in bestimmten Abteilungen Arbeit ist und in anderen Abteilungen ist keine Arbeit. Das würde ich auch mit dem arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz durchaus mitmachen. Aber dann zu sagen, ja, die Leute, die mir jetzt sowieso ein bisschen unlieb sind, nämlich die, die ohnehin auch dauernd krank sind, die Alten und die Dauerkranken, die setze ich auf Kurzarbeit und die jungen Hüpfer, die lasse ich ordentlich weiterarbeiten, das dürfte, glaube ich, das halte ich als sachlichen Grund nicht für ausreichend. Ich will sie schützen. Der Arbeitgeber will sie schützen. Ich weiß, die wollen immer nur das Beste für uns. Das ist doch völlig klar. Das habe ich noch nie anders verstanden. Es geht ihnen immer nur um die Arbeitsplätze, nicht um den eigenen Profit. Klammer auf, selbstverständlich wollen die den haben, sollen sie auch. Dafür machen sie es überhaupt kein Thema. Nein, nein, das Einzige, was denen im Sinne ist, sind nur die Arbeitsplätze. Sonst überhaupt nichts. Das ist mir schon total klar. Du grinst selber, ne? Also... Nein, würde ich nicht für zulässig erachten, weil es ist letztendlich eine völlig willkürliche Geschichte. Nach dem, was wir vorhin gesagt haben mit dem Gesundheitsschutz, wäre da möglicherweise auch eine Umgehung mit drin, wenn man so handhaben würde. Nach dem Motto, ne, ich muss jetzt besonders was tun, um die Leute zu schützen. Und das umgehe ich dadurch, dass ich sie in Kurzarbeit schicke. Und spare bei der Gelegenheit auch noch Geld. Ne? Also ich glaube, so geht es wohl eher nicht. Die Altersgeschichte wäre zusätzlich noch AGG-technisch vielleicht auch noch gefährlich sogar für den Arbeitgeber, weil er sich da möglicherweise sogar Ansprüche aussetzen könnte. Ja. Also ich finde das Thema spannend. Ich bin fast sicher, dass die Bundesregierung da was also wenn es dazu kommt, womit die alle rechnen, also eine differenziertere Lösung gibt, also dass man eben jetzt sagt, die Kontaktsperren werden für die Jüngeren aufgehoben und für die Kontaktbeschränkungen und für die Älteren bleibt das bestehen, dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass die Bundesregierung beim Kurzarbeitergeld sogar ausdrücklich so eine Regelung treffen wird, dass man sagt, wir nehmen die Älteren auch, damit das überhaupt läuft, aus dem Betrieb raus, weil sonst hat man ja das Problem, wie sieht das aus, wenn ich als Mitarbeiter durch eine Ausgangsbeschränkung im Grunde genommen nicht in meinem Betrieb kann? Dann haben wir wieder eine Menge juristischer Probleme. Und ich glaube, die einzige Maßnahme, um das sicherzustellen, dass jemand aus Pflichtbewusstsein oder aus Angst um seinen Arbeitsplatz dann doch weiter arbeiten geht und sich dann selbst dabei gefährdet, wird es wohl sein, dass man als Kurzarbeitergeld gerade für solche Maßnahmen dann auch ausweiten wird. Mhm. Okay. Also wenn es eine entsprechende Maßgabe der Bundesregierung gibt, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das als zulässig erachten würde, weil es ja dann tatsächlich dann, müsste man mal gucken, in welchem rechtlichen Rahmen die das machen. Ne? Man muss ja auch bei der Regierung auch tatsächlich mal sehen, ich meine, wenn ich mir überlege, was wir hier schon diskutieren und was wir auch in den letzten Wochen irgendwie zwischendurch, ich meine, wir drei sprechen ja häufiger miteinander, auch diskutiert haben, Rechtsfragen, die wir selber noch gar nicht so gelöst gekriegt haben, die sind ja auch nicht wirklich klüger als wir, die Leute. Ne? Die haben halt, wenn sie das Parlament überzeugt kriegen, haben sie halt den Vorteil, Gesetze ändern zu können. Aber da sollte man jetzt auch mit diesen Schnellverfahren, meine ich, ein bisschen vorsichtig sein. Das ist ja mit dem Kurzarbeitergeld, das ist ja rein als Verordnungslösung gemacht worden. Und das ist ja auch vernünftig so. Ne? Es wurde ja tatsächlich nur eine Verordnungsermächtigung rausgejagt. Es ist ja das Gesetz selber gar nicht geändert worden. Es ist auch befristet bis zum 31.12. nächsten Jahres. Ich kann mir vorstellen, dass der Bundesarbeitsminister dahingehend vielleicht auch irgendwie im Arbeitsschutzgesetz irgendwie eine Verordnungsermächtigung kriegt, vielleicht auch eine befristete, so wäre es zumindest aus meiner Sicht rechtstechnisch lösbar.
Muss aber tatsächlich, um das überhaupt so hinzukriegen, muss auch wirklich vom Gesetz oder Verordnungsgeber dann auch kommen. Dann können wir drüber reden. Hier sind die Betriebsräte dann aber wieder in der Pflicht, ordentlich da Aufstockungsbeträge rauszuholen für die Leute. Ne? Ich sage ja immer als Argumentationshilfe für die Aufstockung, lässt sich im Augenblick ja wunderbar sagen, lieber Arbeitgeber, du kriegst doch die Sozialversicherungsbeiträge wieder. Nimm doch wenigstens den Betrag und gib den an deine Leute weiter. Dann bist du plus minus null bei der Geschichte raus. So würden die ja sogar noch einen Reibach machen. Ne? Immer dran denken. Normal würden die bei Kurzarbeit auf jeden Fall die Sozialversicherungsbeiträge leisten müssen. Und dafür haftet ja der Arbeitgeber, auch wenn es hart auf hart kommt, zu 100% und kann sich das nur unter geringen Voraussetzungen wieder zurückholen beim Arbeitnehmer. Das darf man immer alles nicht vergessen an der Stelle. Finde ich argumentativ eigentlich immer ganz gut. Ein paar meiner Betriebsräte fahren das auch und stoßen dabei durchaus nicht auf taube Ohren. Gut, jetzt würde ich mal das Thema Kurzarbeit, wenn von euch da nicht einer noch was hat, mal einen Haken hintermachen, aber nochmal zu meinem eigentlichen Spezialthema kommen, sozusagen dem Thema Kündigung. Und ich fange mal an und sag mal so, was ich zurzeit immer auf dem Tisch habe, und dann könnt ihr ja mal der Reihe nach nochmal so eure Beispiele erzählen, einfach auch ein bisschen um die Arbeitnehmer wach zu rütteln. Also bei mir geht es eigentlich quer durch die Bank der Kündigungsgründe. Ich habe, na, habe ich ja vorhin schon gesagt, fristlose Änderungskündigung. Ich habe fristlose Beendigungskündigung, so wie einer von euch beiden vorhin gesagt hat, die sagen, sie zahlen kein Geld mehr, das Geld wird eingestellt, so wird das Arbeitsverhältnis eingestellt. Habe ich auch so auch diese Formulierung in 3 Tage so ungefähr. Ja, fristlose Beendigungskündigung, teilweise begründet, teilweise eben auch schon im Schreiben total absurd begründet, sowas offensichtlich unwirksam. Aufhebungsverträge, auch ohne Fristen, aber 1.000 Euro werden gezahlt, wo dann auch klar ist, das gibt jede Menge Ärger bei der Agentur. Ja. Also alle Modifikationen, und die Arbeitgeber holen uralte Kündigungsgründe aus der Tasche, die sie jetzt in der Zeit, als sie die Leute brauchten, nicht verwendet haben. Ja. Irgendwelche aufgezeichneten Verfehlungen der Arbeitnehmer von vor Weihnachten, die werden jetzt rausgeholt, auch von großen Arbeitnehmern, und werden begründet für eine verhaltensbedingte Kündigung. Also ich habe eigentlich also Eindruck bei manchen Arbeitgebern, alle werden rausgeschmissen, und ich bin gespannt, wer dann in 2 Monaten wieder eingestellt wird. Ich fürchte nicht Alten und Kranken. Ja. Also da das die ganze Palette. Wie sieht das bei euch aus? Michael, fängst du an? Ja, also dies ist Berlin, muss man sagen. Also ich glaube, da es in der Partyhauptstadt durch das Verbot der Corona-Partys natürlich früher losgeht als bei uns. Also bei uns ist es eher so, dass wir noch die normalen Kündigungsfälle haben, also verhaltensbedingt und krankheitsbedingt, aber diese betriebsbedingten Kündigungen eher die Ausnahme sind. Aber ich gehe auch davon aus, dass viele Arbeitgeber jetzt versuchen werden, über fristlose Kündigungen Geld einzusparen, weil der Vorteil ist ja, man muss von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr zahlen. Das löst ja die Liquiditätsproblematik, und bei kleinen Arbeitgebern ist das ja, glaube ich, auch jetzt das Problem. Ich kenne das persönlich bei der Kündigung von Schwerbehinderten, weil die Behörden zustimmen müssen innerhalb einer kurzen Frist. Wenn eine fristlose Kündigung ausgesprochen wird, ist es zur Modeerscheinung geworden, Schwerbehinderte mit dieser kurzen Frist, also fristlos zu kündigen, weil man dann erstmal das Problem geklärt hat und den Rest versucht man dann eben später zu lösen. Also diese Befürchtung sehe ich auch. Ich glaube, das ist in großen Unternehmen nicht der Fall. Viele kleine Unternehmer werden auf diesem Wege versuchen, sich Liquidität zu verschaffen. Was man jetzt schon sieht, ist, dass Druck aufgebaut wird, ne? Bei der Frage Kurzarbeit mit Kündigung gedroht wird. Da ist es dann aber meistens so, dass die Mitarbeiter dem Druck offensichtlich auch nachgeben. Und ansonsten, also ich persönlich habe noch keinen Anstieg jetzt über das normale Maß hinaus. Viele fragen Kurzarbeit, viele fragen meine Rechtsstellung und so, aber dass jetzt hier eine Kündigungswelle da wäre, kann man noch nicht sehen. Ich glaube auch, dass das erst mit der Fortdauer von Kurzarbeit passiert. Aber ich glaube auch, dass fristlose Kündigungen für viele kleine Arbeitgeber dann das Mittel der Wahl sind, um sich Liquidität zu verschaffen. Auf Kosten der Arbeitnehmer natürlich. Also ich habe hier bislang auch noch keine erhöhte Anzahl an Kündigungsschutzsachen feststellen können. Mir
mein Gefühl sagt mir, das kommt erst noch, so in den nächsten ein, zwei Wochen werden die kommen. Variante, die ich jetzt zwischendurch hatte, war gar nicht die Kündigung, sondern da wurde einfach die Arbeitnehmerin wurde einfach mal eben bei der Krankenkasse abgemeldet. Mhm. Ja, keine Kündigung ausgesprochen, kein gar nichts, ne, einfach abgemeldet, ne? Auch ordnungsgemäß mitgeteilt, hier sind deine Sozialversicherungsbescheinigungen, übrigens bist abgemeldet. Ne? Die Kündigungsdrohung ist sehr weit verbreitet, so bei mir in meinem Mikrokosmos hier. Nach meiner Erfahrung, ich sag mal aus den letzten Jahren, auch so damals aus der Finanzkrisenzeit, da hatten wir ja eine ähnliche Situation auch tatsächlich. Und da war ja das mit der Finanzkrise, war ja tatsächlich Totschlagsargument für alles. Ne? Das Beste war wirklich einer, der im Gericht zu mir sagt, ja, Herr Kollege, ne? Bankenkrise, wissen Sie ja Bescheid. Ne? Ich sage, ja, aber wir sprechen hier von dem Zeugnis. Ne? Was soll der Quatsch jetzt hier? Ne? die Sache mit den Fristlosen, da habe ich Befürchtungen, dass die gerne konstruiert werden, entweder mit irgendwelchen Uraltsachen, da sind wir uns, glaube ich, einig, die sind dann alle deutlich länger als 2 Wochen her, das wird nichts werden. Aber was ja auch furchtbar gerne passiert und was mir auch persönlich sogar auch schon passiert, fast passiert wäre, sage ich mal, dass man mal eben einen Kündigungsgrund konstruiert. Und es gibt auch so genug Situationen, wo ich so aus dem Bauchgefühl raus meinen Mandanten sage, gucken Sie abends mal, was in Ihrer Tasche drin ist. Sie werden erstaunt sein, was sich da plötzlich drin findet. Also ich habe das selber damals in den 90er Jahren gehabt, dass ich dann auch so geguckt habe, hoch, was ist das denn? Und da waren da lauter Schraubendreher drin. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und gesagt, das ist lieb von ihm, ne? Aber die Schraubendreher brauche ich wirklich nicht. Aber wie das dann so ist, ne? Dann ist zufällig ist dann auch jemand da, der das Ganze bezeugen kann und zufällig gibt es dann die erste Taschenkontrolle seit 25 Jahren und dann, bam, ne? Hängt man da zumindest vom äußeren Anschein her in dem Diebstahl drin. Der ist natürlich fingiert bis zum geht nicht mehr, aber beweist das Ganze mal. Was Arbeitgeber ja auch furchtbar gerne generell machen, ist die Geschichte mit dem Aufhebungsvertrag. Und es ist ja interessanterweise so, nach meiner Beobachtung zumindest bei Arbeitnehmern, es gibt so Triggerwörter für Arbeitnehmer. Sowas wie Probezeit ist ein Triggerwort, obwohl völlig ungefährlich. Abmahnung ist ein Triggerwort, obwohl im Ergebnis auch jetzt nicht wirklich gefährlich. Zumindest wenn man sich dann anschließend dran hält, zumindest wenn es stimmt, was da drin steht. Und auch Kündigung wird als Begriff als gefährlicher empfunden als Aufhebungsvertrag. Dabei sind wir uns, glaube ich, einig, der Aufhebungsvertrag ist natürlich aus Arbeitnehmersicht das deutlich gefährlichere bei der ganzen Geschichte, weil davon wieder runterzukommen, ich habe es ein paar Mal geschafft, versucht in meiner Laufbahn, es ist mir noch nie gelungen, ist extrem schwierig. Es kommt auf jeden Fall die 3-Monats-Sperre bei der Arbeitsagentur. Hier in Bonn kannst du davon ausgehen, die kommt wie das Amen in der Kirche ganz sicher. Völlig egal, was für Abfindungen da drinstehen oder ob überhaupt welche drinstehen. Man hat gegebenenfalls ein Enddatum mitten im Monat. Jeder Personaler weiß jetzt sofort, aha, das war entweder eine fristlose Kündigung oder ein Aufhebungsvertrag. Beides riecht nach Ärger. Das ist brandgefährlich. Für den Arbeitgeber natürlich super bequem. Er ist denjenigen los. Ja. Genau, und das ist wahrscheinlich so, was man jetzt vor die Klammer setzen kann im Moment. Egal, was es ist, egal, was der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer vorlegt, der Arbeitnehmer sollte wirklich sich hüten vor einer Unterschrift, das Ding mitnehmen, seriöse Angebote haben Zeit, da kann man eine Nacht drüber schlafen und kann man sich überlegen, ob man vielleicht doch sich nochmal informiert, unsere Videos guckt oder beim Anwalt anruft, wie auch immer. Ich immer sage, was wir als Anwälte nicht in der Regel nicht können, solche Unterschriften ungeschehen machen. Alles andere können wir, wenn es nicht rechtens war, reparieren. Da muss man dann halt zügig vorgehen, wenn man eine Kündigung bekommt, möglichst am selben Tag anrufen. Hier sind heute 3 Experten, ja. Und es gibt ja noch ein paar andere. Also da kann man eine Menge machen, aber Unterschriften sind oft nicht mehr heilbar und verursachen, wenn dann die Mandanten kommen, uns wahrscheinlich allen dreien mehr Probleme als die Situation, wo eben nicht unterschrieben wurde. Ja, das wäre so von einer Liste. Ganz kurz noch, was du sagtest, seriöse Angebote haben Zeit, ne? Also spätestens dann, wenn man dem Arbeitgeber sagt, hör mal, ich möchte das erstmal mitnehmen und gegebenenfalls auch noch überprüfen lassen. Und je nach Arbeitgeber, wenn der seriös ist, kann man auch offen sagen, ich möchte das gerne anwaltlich überprüfen lassen. In dem Augenblick, wo der dann sagt, nee, muss aber jetzt unterschrieben werden oder spätestens morgen oder so, weil eilt und überhaupt, dann, glaube ich, kann man auch ohne vertiefte Rechtskenntnisse schon aus dem Bauch sagen, besser nicht
unterschreiben. Ja. Also da bin ich eigentlich auch alles, spätestens wenn man ein komisches Bauchgefühl hat, auf gar keinen Fall unterschreiben. Ich tendiere im Augenblick in der Situation zu einem generellen Unterschreibt gar nichts. Ja, gar oder die Dinge, die Freitag 16 Uhr übergeben werden und bitte Unterschrift bis Montag um 7. Ja, das sind auch beliebte Sachen. Ja. Also wenn ich jetzt Arbeitsminister wäre, würde ich ein Unterschreibungsverbot verhängen. Ja. Wenn ich Arbeitsminister wäre, hätte ich ohnehin eine Agenda, die würde eine gesamte Legislaturperiode füllen. Es ist bislang aber noch niemand auf die Idee gekommen, mich zum Arbeitsminister machen zu wollen. Und es würde auch voraussetzen, eine andere Koalitionskonstellation, weil in derjenigen, die wir jetzt haben, würde ich als Sozialdemokrat bestimmt nicht Arbeitsminister werden. So, zumal wir einen guten Namen, also ganz ehrlich. Bevor wir jetzt in euren Machtfantasien hier, in euren Allmachtfantasien untergehen, würde ich sagen, vielen Dank, das war ein super spannendes Gespräch. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ich habe auch nicht nur Unsinn erzählt. Danke, Michael. Ich danke euch beiden danke, auch, Philipp. Auf jeden Fall. Ja. Gerne und wieder. Ja, macht's gut. Wir werden hoffentlich wieder uns treffen und die Entwicklung gemeinsam auch im Auge behalten und uns, wenn wir haben ja so ein Privatchat miteinander, wo wir uns immer mal austauschen. Das wäre ja schön, wenn wir es hinkriegen, wenn wir es ab und zu mal öffentlich machen, damit die anderen auch was davon haben. Ja, machen ja, wir. Ja, ich meine auch, wenn der ganze Quatsch hier vorbei ist, wird es auch echt mal Zeit, dass wir drei miteinander das eine oder andere alkoholische Getränk runterkippen. Nach Wahl, ne? Jedem das, was er gerne mag. Meinetwegen auch gerne in Berlin, treffen wir uns halt da, auch kein Thema. Fände ich irgendwie mal total toll. Den Michael treffe ich ja mal ab und an mal im Gericht, da kann man wenigstens persönlich Tag sagen, aber dich zum Beispiel habe ich persönlich ja noch nie getroffen, Alex. Irgendwann schaffe ich es nochmal in den Westen. Das wäre natürlich noch besser und dann machen wir mal eben ein Päffchen unsicher. Ne? Da wäre ich aber sofort dabei. Bis hier würde ich sagen, ne, wie sage ich immer so schön am Ende, in diesem Sinne, ne, bleibt gesund und bis dahin. Ja. Wir sprechen auf jeden Fall noch miteinander. Ne? Okay. Macht's gut, bleibt gesund. Ja. Einen schönen Tag. Dito. Bis bald.